und ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge des Tutorial-Marathons für KSP. Im Moment noch 1.9. Wir sind sehr, sehr, sehr kurz. Wir sind vier Tage vor Release von KSP 1.10. Ich werde den Tutorial-Marathon einfach mit der 1.10 dann weiterspielen. So viel wird sich, denke ich, nicht ändern. Was wir jetzt tun müssen, mein Apollo-Style-Minmus-Ding war sehr schön anzusehen, hat aber leider die Mission nicht so richtig beendet. Wir haben nämlich immer noch die Unteraufgabe, dass wir von der Oberfläche von Minmus nach Kerbin zurückkehren müssen. Dafür bauen wir uns jetzt einen sehr simplen Länder, um das schnell durchzuziehen, denn eigentlich wollen wir in der Karriere ja weiterkommen und wie man auf Minmus an sich landet, haben wir ja schon durch. Trotzdem würde ich mit euch gerne die Mission noch erledigen, nicht, dass jemand jetzt irgendwie da wieder Ochs vorm Berg steht und nicht weiterkommt. Genau, danach bin ich mal gespannt, was kommt. Ich hoffe natürlich ein bisschen auf unseren ersten interplanetaren Flug, aber wir werden das sehen. Wie gesagt, wir halten es ganz, ganz simpel. Um auf Minmus zu landen, braucht man am Ende nicht viel. Ich mache jetzt auch bewusst nur ein sehr kleines Raumschiff, damit wir wenig Probleme haben. Also sprich ein Körbelgefährt. Was wie immer dran gehört, natürlich ist ein Hitzeschild und ein Fallschirm. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Sonst wird das halt ein bisschen schwierig. Und wir nennen das Ganze den Minmus Mini-Lander. So, weil er so groß nicht wird. Ich weiß, es ist nicht so kreativ, aber ich hoffe, wir können alle damit leben. So, Entkoppler natürlich, damit wir unseren Hitzeschild dann auch nachher loswerden. Und eigentlich sollte uns für das, was wir vorhaben, ein FLT-400 ist das, plus ein Terrier. Vielleicht habt ihr mittlerweile auch gemerkt, das ist so eine Art Default-Konfiguration, die ich immer wieder gerne verwende, weil das einfach ein sehr verlässliches Arbeitspferd ist, was Delta V angeht. Das sind etwas über 2000 Delta V. Ich rechne im Kopf immer mit rund 2000. Wenn ich noch ein paar Sachen jetzt gleich anbaue, wie Landebeine, dann gehen die Delta V natürlich ein bisschen runter durch das Gewicht. Das ist eigentlich eine sehr schöne Stufe, um auf Minmus zu landen. Denn wenn ihr mal auf die in der Videobeschreibung verlinkte Delta V Map, für euch im Chat ist es Ausrufezeichen DV Map, guckt, dann sieht man, dass für eine Landung auf Minmus ungefähr 200 Meter pro Sekunde nötig sind. Das heißt, für einen Start dann nochmal 200 Meter pro Sekunde, dann sind wir bei 400. Und um zurückzufliegen, ich sag mal so 300, 400, um wieder in die Kerbin-Umlaufbahn zu kommen, solltet ihr einrechnen, dann seid ihr schon relativ tief in dem Orbit drin und könnt fast landen. Dann reden wir jetzt mal, ich mache jetzt mal wirklich ganz, 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 ganz grobe Kelle. Reden wir von ungefähr 1000 Meter pro Sekunde, okay? Wenn ihr das so im Hinterkopf habt, dass man, wenn man nach Minmus kommt, noch 1000 Meter pro Sekunde hat, dann kann man eine Landung versuchen, kommt auch wieder weg und wieder halbwegs nach Hause. Dann seht ihr auch, warum diese Stage eigentlich so gut funktioniert. Weil sie uns eben ermöglicht, diese Landung durchzuführen, selbst nachdem wir uns mit den anderen 1000 Meter pro Sekunde, die wir dann noch haben, zum Beispiel zum Minmus rausgeschossen haben. So, was braucht ein gutes Raumschiff? Das haben wir ja mittlerweile auch ein paar Mal durchexerziert. Ein gutes Raumschiff braucht auf jeden Fall ein bisschen Strom. Das schadet nicht. Dann nehmen wir einfach zwei Solarpaneele. Die machen wir vielleicht diesmal auch ein bisschen weiter oben ran, damit wir unsere Landebeine nicht stören. Die kommen jetzt nämlich noch dazu. Zum Thema gutes Raumschiff, eine gute Landefähre muss nämlich auch auf irgendwas stehen können. Und dann nehmen wir jetzt einfach vier von diesen Beinchen und stellen die ein. Ich möchte jetzt gerne nochmal was zeigen, weil diese Frage bekomme ich sehr oft und ich glaube, es ist in der ersten Folge ein bisschen untergegangen. Was ich jetzt mache, ist hier zum Beispiel Federdämpfung von Auto umstellen auf volle Federungsstärke, volle Dämpferstärke. Bei vielen anderen Dingen auch, zum Beispiel, ich glaube, die Fuel Flows sind, die Autostreben und so, bekomme ich mal die Frage, warum habe ich diese Einstellmöglichkeiten nicht? Die habt ihr nicht, weil ihr am Anfang in der Folge 1 nicht das gemacht habt, was ich gezeigt habe. Nämlich, ich zeige es euch jetzt nochmal hier. Wenn ihr in den Einstellungen drin seid, das geht entweder im Startmenü oder hier in diesem Screen mit Escape, könnt ihr in den Einstellungen die erweiterten fortgeschrittene Anpassungsmöglichkeiten, so heißt es, einschalten.
Erweiterte Schubanzeige ist übrigens das Zeug, was ich neben dem Nevborn habe. Das sind beides Optionen, die sind defaultmäßig nicht an. Die müsst ihr aktivieren. Mal weiter mit dem Bau. Ich habe ja zum Glück diese Rakete gespeichert und das hat er sich hoffentlich auch gemerkt. Hat er. Also, sehr einfaches Landefahrzeug hier zu unserer Verfügung. Ich stelle das jetzt mal da um. Zack, zack. Und dann können wir hier den Einstiegsschnitt wieder machen. So, und wenn ihr das eingestellt habt, dann habt ihr eben auch die Möglichkeit, diese erweiterten Einstellungen vorzunehmen. Und bei der Raketenkonfiguration würde ich es jetzt auch einfach belassen. Das ist relativ einfach und nett zu bauen. Wir starten mit den Dingern natürlich eingefahren. Das Ding hat Strom, das Ding hat Landebeine, das Ding hat mehr als genug Sprit, um nach Minmus um zurückzukommen. Und jetzt bauen wir uns eine schöne, einfache Raketenkonfiguration runter. Ich nehme nochmal einen Entkoppler. Dann nehme ich das 125er Fairing. Das baue ich jetzt drum, weil die Landebeine nicht super aerodynamisch sind. Um ehrlich zu sein, muss man schon sagen, dass das jetzt kein Weltuntergang wäre mit den Landebeinen. Also das Ding ist relativ aerodynamisch. Wenn ihr sagt, ihr wollt das probieren ohne das Fairing, dann könnt ihr das tun. Ich persönlich bin einfach ein großer Freund von Fairings, weil das A für mich einfach zu Raketen dazugehört. In den meisten Fällen ist da halt einfach ein Fairing drauf, wenn das Ding nicht 100% aerodynamisch ist. Und B, ich damit nochmal eine höhere Verlässlichkeit habe, dass ich einfach weiß, da vorne ist es windschnittig, da dreht mir nicht plötzlich die Rakete und fliegt rüber, weil ich zu viel Luftwiderstand habe. So, jetzt können wir mal ein bisschen gucken, wo wir weitermachen. Ich würde tatsächlich als Upper Stage eigentlich die gleiche Konfiguration nochmal fahren, also wieder ein FLT 400 mit einem Terrier-Triebwerk, weil wir ja nicht so viel Gewicht haben. Ihr seht, wir sind hier ganz knapp unter 1 mit dem Schubgewichtverhältnis. Das ist für eine Oberstufe völlig in Ordnung. Und dann müssen wir noch einmal gucken, dass wir hier zack unsere Hauptstufe bauen. Und die würde ich heute einfach mal bauen aus, weil es schön aussieht, zwei 800ern. Also ich habe die mit Alt wieder weggezogen. Wenn ihr Alt gedrückt haltet und hier draufklickt, dann bekommt ihr den einmal geklont. Und das Ganze würde ich kombinieren ganz klassisch mit einem Schwenker oder Swivel, wenn ihr Englisch spielt. Und dann haben wir nämlich beim Start, also insgesamt haben wir schon mal 2800 Meter pro Sekunde Delta V. Beim Start sind wir jetzt knapp drunter. Das ist auch okay, weil wir werden jetzt hier noch zwei Booster anbauen und die bauen wir seitlich an, sodass wir mit dem etwas größeren Separator, mit dem TT70, parallel zur Startrampe, wenn da draußen die Startrampe zu sehen ist, bauen wir das so an. Dann haben wir das gleich in den 90 Grad Kipprichtung sauber. So, und wir werden heute die ganz klassischen, wo sind sie? Rückstoß oder Kickback heißen die in der englischen Variante. Booster nehmen. Guckt, dass ihr die irgendwie so anbringt, dass das höhentechnisch halbwegs passt. Also ich würde sie jetzt ein bisschen noch nach oben schieben, einfach weil die zu weit unten sind für meinen Geschmack. Und dann setzt da oben auf jeden Fall auch noch ein aerodynamisches Hütchen drauf. Ich nehme heute mal den hier, glaube ich. Der spricht mich optisch. Spricht mich optisch ganz gut an. Jemand schreibt gerade, der Oculus nämlich, macht doch mal ein offenes Fairing, weil die Kapsel ist windschnittig. Genau, ich zeige euch jetzt mal was, was ihr mit einer Verkleidung auch machen könnt. Ich glaube, das habe ich nämlich in der Tutorial-Serie tatsächlich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Ihr könnt eine Verkleidung auch, statt sie oben zu schließen, erstmal aufmachen. Ganz normal, so wie immer. Und dann, wenn ihr ein windschnittiges Bauteil habt, hier ansetzen. Das wird dann so bläulich. Seht ihr das? Und damit kann man dann zum Beispiel sagen, ich mache jetzt hier so zum Beispiel. Ja, das ist jetzt nicht so hübsch geworden, wie das hätte sein können. Also löschen wir es natürlich nochmal. Aber so kann man das nämlich auch tun, wenn ihr zum Beispiel. Das ist relativ interessant für Systeme, die zum Beispiel wie hier nur die Landebeine verstecken sollen. Dann kann man zum Beispiel so Dinge tun wie hier zumachen.
Man könnte jetzt oben Launch Escape System draufbauen, um die Kapsel abzusprengen oder so, wenn irgendwas schief geht, ne? Also das wäre eine Möglichkeit. Wir fliegen das jetzt mal so, das sieht ein bisschen crappy aus, aber wir nehmen das mal so mit, dass ihr auch mal seht, dass die Welt davon nicht untergeht. Ich hoffe auch, dass die Welt davon nicht untergeht, sonst habe ich eine Falschaussage getätigt. So, wir nehmen wie immer auch ein Leitwerk mit. Vier Flossen dran, die ein bisschen für uns mitsteuern und vor allen Dingen auch den Drag nach hinten ziehen. Die Dinger werden wieder nicht starre Verbindung, sondern Autostrebe. Und hier hinten macht ihr auch mal eine Autostrebe nach Verankerungsteil, also einmal durch die Rakete durch, dass die nicht wie so eine nasse Spaghetti sich da irgendwie nach oben wackelt. Und dann packen wir da noch zwei Startrampen ran. Und dann sollte das eigentlich reichen für unseren Minusflug. Wir müssen jetzt nur noch gucken, dass unser Staging das auch sauber wiedergibt. Also wir wollen in der ersten Stufe unsere Startrampe lösen, die Booster zünden und das Triebwerk. Wir werden sehr, sehr viel Schub haben am Anfang. Sehr, sehr viel mehr, als wir wahrscheinlich brauchen. Wenn ich jetzt mal das Triebwerk hier rausnehme, sind wir immer noch bei 1,83. Das heißt, wir können hier mal die Schubbegrenzung locker in dem Bereich 65% drehen. Das sollte immer noch locker reichen. Das Triebwerk nehmen wir wieder mit rein. Dann haben wir 1,45 bei Start. Reicht locker. Dann schmeißen wir die Booster weg. Irgendwann kommt dann die nächste Stufe mit der Upper Stage. Dann das Fairing auf. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. So, und jetzt gucken wir, dass hier noch jemand drin sitzt. Und ich würde sagen, heute ist Valentina mal wieder dran. Und darf nach Mimos fliegen. Und dann bringen wir diese Mission mal schnell raus und gucken mal, ob das alles so geschmeidig funktioniert, wie ich mir das so vorgestellt habe. Genau. Raketentechniker, seid schlau, nimm mehr als nötig Delta V. Und auch das sieht man hier nochmal, wenn man das jetzt sich mal anguckt. 3400 Delta V brauche ich ungefähr, um in den Kerbin Orbit zu kommen. Ihr werdet am Anfang ein bisschen mehr brauchen, aber 3,4, 3,5 sollte später eine gute Orientierungsgröße sein, wenn ihr das mit dem Gravity Turn gut fliegt. 1000, um nach Mimos rauszukommen, dann sind wir bei 4. 5, ich gehe jetzt mal eher auf die höhere Zahl. Und dann haben wir immer noch 2000 fast Reserve, um dort zu landen und zurückzufliegen. Also ist eigentlich alles gut. Brauche ich noch eine Antenne? Man kann eine Antenne mitnehmen, wenn man Wissenschaftspunkte zurückfunken will. Ich habe momentan nicht das riesige Interesse daran, aber ja, wir können eine mitnehmen. Also für mich ist das für die Mission gar nicht eingeplant. Wir können aber halt noch eine Antenne anbauen, weil sie tut halt nicht weh. Im Normalfall zumindest tut sie nicht weh. Die mal hier so und dann machen wir sie einfach symmetrisch, damit das auch irgendwie gleichmäßig aussieht und los geht's. So, dann fliegen wir mal nach Mimos. Und gucken mal, dass wir da sauber ankommen. Ich bin ein bisschen auf den Start gespannt. Das ist doch mit den etwas längeren Boostern. Mal sehen. Mal sehen. So, Schub ist voll, SRS ist an und dann geben wir jetzt einfach mal Gas und gucken, dass wir in den Orbit kommen als erstes. So, während wir unseren Steigflug machen, vielleicht mal ein paar Worte zu Kommentaren, die es auch zu den Mimosflügen gab. Zum Beispiel gab es da auch den Einwand, man kann die Inklinationsanpassung natürlich auch weiter rausmachen. Das ist absolut korrekt, macht auf der Delta-V-Effizienzebene sogar richtig viel Sinn, das so zu tun. Der Punkt, warum ich das zum Beispiel im LKO oder ja, also niedrigen Kerbin Orbit mache, ist, um den ganzen Flug möglichst einfach zu halten, damit man sich da nicht zu sehr verschätzt. Das kostet ein bisschen mehr Delta-V, ist aber für den Mimos-Flug mit den Raketen, die wir hier zurzeit durcharbeiten, nicht so richtig relevant, Schrägstrich ein Problem. Deshalb mache ich das auf die Art und Weise. Der Einwand, dass das effizienter ist, ist aber völlig richtig. Ich habe den auch in den Kommentaren schon mal bestätigt. Im Prinzip ist das so ein bisschen wie die Mid-Course-Correction, die wir auch auf dem Weg nach zum Moon zum Beispiel fliegen. So ziemlich die gleiche Sache. So, hier können wir uns angucken, was gerade so los ist. Wir sind bei einer 3. Sima Trust Weight Ratio. Wir sind jetzt ein bisschen schnell im Moment. Das ist okay. Die Feststoffbooster brennen halt noch einen kurzen Moment. Ich habe jetzt mal das Triebwerk in der Mitte ausgemacht. Wichtig ist, dass ihr das vor dem Staging wieder anschaltet. Also wir haben jetzt hier noch 10 Sekunden Brennzeit auf den Boostern. Auch das ist totally okay. Das kann er gerne machen. Aber jetzt fahre ich das Triebwerk wieder hoch, weil jetzt gehen gleich die Booster aus. Wir wollen, wenn wir abtrennen, unter Vollschub stehen, damit die Booster schnell nach hinten weggehen. Okay. Und guckt, wenn ihr diese Separation macht,
dass ihr Prograde fliegt. Was ich ganz oft sehe und auch mitbekomme, dass Probleme entstehen, weil ihr nicht in dem Windtunnel drin seid. Und dann drückt es euch natürlich irgendwie die Booster gegen die Rakete und reißen euch das Triebwerk weg. Deshalb immer Prograde gehen, wenn ihr die Separation macht. Dann habt ihr das Problem nicht, dass die Booster euch plötzlich um die Ohren schlagen. So, wir sind relativ weit raus gestochen jetzt mit 119 Kilometern Höhe, weil ich so schön erzählt habe, was wir jetzt mal machen können. Wir sind bei über 60 Kilometern, wir machen das Ferry auf jeden Fall schon mal auf. Rakete ist also jetzt mehr oder weniger freiliegend. Die Solarpaneele mache ich jetzt auch mal auf. Zack. Und weil es so schön aussieht, machen wir die Antennen noch mit auf. Dann haben wir alles in Benutzung, was hier so dazu gehört. Wie ihr jetzt seht, haben wir mehr als genug Delta V zur Verfügung. Jetzt kurz vor der Apoapsis werde ich eben einmal dann jetzt noch den restlichen Schwung mitgeben, den er noch braucht, um in den Orbit zu kommen. Aber wir haben ein bisschen Zeit. Also wenn die Zeit hier unten steigt zur Apoapsis, habt ihr genug Schub, dann geht ruhig näher ran. Also so irgendwo zwischen 20 und 40 Sekunden, wenn ihr so zirkularisiert, ist je nach Leistungsfähigkeit eures Triebwerks im Normalfall eine ganz gute Zahl. Wir werden mit dem Triebwerk nicht mehr ganz den Orbit schaffen. Also ihr seht, das hat geholfen mit den Boostern. Das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Und dann können wir nämlich einen Großteil dieser Stage tatsächlich schon mal für die Inklinationsanpassung und den Transfer nach Nimbus ausnutzen. Dann kommen wir da relativ schnell und einfach durch und haben halt hohe Reserven, falls irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Genau. So, das letzte bisschen, dann gleich auf dem Stage hinterher. Und dann sind wir schon fast im Orbit. Und wir haben einen Orbit erreicht. Sehr schön. Über 70 Kilometer Periapsis, dann sind wir da. So, der Moon ist heute nicht unser Ziel, aber Minmus ist es. Und wir haben jetzt Glück. Ich zeige euch jetzt mal einen anderen Anflug. Ich hatte ja darüber gesprochen, dass es gewisse Situationen gibt. Wenn diese gestrichelte Linie ungefähr zum Vorhalten passt, das könnte heute hinhauen, dann könnt ihr euch die Inklinationsanpassung auch sparen. Dann habt ihr nämlich einen zeitlich guten Punkt erwischt, um Minmus an dieser Stelle abzufangen, weil dort kreuzt seine Bahn quasi die Achse, auf der ihr gerade unterwegs seid. Und wenn ihr das halbwegs austariert bekommt, und jetzt gucken wir mal, wie es bei uns aussieht, ob wir treffen. Wir treffen ihn. Sehr gut, also gut geschätzt mit dem Äuglein. Dann kann man diese Linie, diese gestrichelte, eben auch als eine Möglichkeit nutzen, ohne Inklinationsanpassung direkt zum Minus zu fliegen. So, wir fummeln jetzt noch ein bisschen dran rum, um das hübsch zu bekommen. 1,6. Guck mal, wie weit ich es runterbringen kann. 900, 741. So, 741 Kilometer Höhe, das ist doch erstmal schön. Dann können wir das gleich noch ein bisschen dann wirklich mit einer Mitkurs anpassen. Das heißt, wir werden jetzt rüber zu diesem Manöver gehen und diesmal ohne Inklinationsanpassung, weil wir heute unbedingt noch Treibstoff sparen müssen, unseren Inject Richtung Minmus durchführen. Und ihr seht, 918 Meter pro Sekunde brauchen wir dafür, 1035 haben wir, also wir können jetzt mit dieser Stage hier noch ganz gut den Schuss raus nach Minmus machen. Eine Mid-Course-Correction und wahrscheinlich noch das Einbremsen in den Orbit in Teilen. Den werden wir nicht ganz hinbekommen. Ich glaube, das Einbremsen in Orbit sagt so 160 auf meiner Delta-V-Map. Mal gucken. So, jetzt wieder ganz wichtig, ausrichten auf das Manöver. Hier unten wird euch angezeigt, wann ihr zünden müsst. Wenn ihr diese Anzeige nicht habt, ich kann das jetzt nur noch einmal wiederholen. Und wer es dann immer noch nicht verstanden hat, dann werde ich auch keine Kommentare mehr schreiben dazu. Hier unten diese Anzeige zu bekommen, könnt ihr in den Einstellungen erhalten, indem ihr ein bisschen höher, erweiterte Schubanzeige aktiviert. Das ist defaultmäßig nicht an. Okay, das ist defaultmäßig nicht an.
Moin Alibaba und dann habe ich ein bisschen was verpasst. Der Jan Luca hat einen Follow da gelassen. Vielen lieben Dank und ganz herzlich willkommen bei den Kommunauten. Und Lemi und Alibaba haben 3 bzw. 4 Monate, also genau andersrum, Resub reingeschmissen. So, und jetzt gehen wir hier mal auf Vollschub. Unsere Zündungszeit war da. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, also wir haben so ungefähr 1,5 Minuten. Die wir brennen, um die Beschleunigung in die Minus oder in ein Minus Flyby erstmal zu bringen. Ja, wir haben es eigentlich schon ein paar Mal gemacht und letzten Endes ist Minus und Moon so ziemlich die gleiche Soße. Was euch überraschen wird, es ist im Prinzip auch die gleiche Soße wie zu anderen Planeten zu fliegen. Nur dass man ein bisschen direkter sieht, was man tut. Da kommen wir aber hoffentlich später noch dazu. Ich hoffe es wirklich, dass wir als nächstes eine Planetenmission bekommen. So, 50 Sekunden noch. Ihr seht, so langsam aber sicher baut sich unser Kurs und unsere Flugbahn auch auf. Langsam aber sicher. Dann haben wir gleich noch so ein bisschen. Ich gucke jetzt mal kurz, ob der Delta bei 100 ist. Das ist aber 415 ungefähr, also haben wir noch 115 Delta wieder. Im Tank voraussichtlich, um Korrekturen zu fliegen. Das sollten wir auch tun, dass wir einen schönen Flyby gleich bekommen und dann werden wir uns einen hübschen Landeplatz in der Sonne aussuchen. Denn ich habe weder Batterien noch Licht mitgenommen. Das schränkt es etwas ein, wo ich so hinfliegen kann. So, ich nehme jetzt mal den Schub raus, um ein bisschen vorsichtiger zu agieren. Auf den letzten paar Metern pro Sekunde passiert nämlich sehr viel, sehr schnell. Kann ich euch auch nur empfehlen, da im Zweifelsfall erstmal so ein bisschen immer Druck rauszunehmen und sich in Ruhe anzugucken, was passiert. Und sobald wir einen Encounter haben, machen wir das erstmal aus. Den Rest machen wir unterwegs. Du willst auf der Sonne landen? Ja, aber nur wenn Nacht ist, dann ist die Sonne nämlich nicht so heiß. Weil tagsüber scheint sie ja. What? So. Mid-Course Correction machen wir irgendwie so auf der Mitte, grob. Da gehe ich jetzt mal hin. Flug nach Mimus dauert halt einfach auch eine Weile. So. Was haben wir hier eigentlich erledigt? Ja, Schleim. Sehr schön. Wir sind zur Umlaufbahn nach Hause zurückgekehrt. Diesmal kommen wir aber auch von der Oberfläche zurück. Wir machen jetzt hier mal das Manöver hin. Und wie gesagt, was ich immer sehr schön finde, ich habe es euch jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt, wenn man nach Minmus will, dann auch die Ansicht auf Minmus zu zentrieren. Dann sieht man nämlich, was man hier treibt. Kann hier hinten das Manöver wieder aufmachen. Und dann korrigieren wir uns das jetzt mal zurecht. Also hoch auf jeden Fall ein Stück weit, dass wir auf der Äquatorialebene angeflogen kommen. Ups, das war ein bisschen viel gebremst. Periapsis sollte uns schon noch erhalten bleiben. Und jetzt gehe ich mit dem Mausrad hier rein. Also ich drehe jetzt mein Mausrad und ganz langsam mit einzelnen Klicks nach oben, bis das... Ja, das sieht gut genug aus. 12,5 Kilometer sollte auch safe sein, dass wir nicht in irgendeinen Berg reinfliegen. Und dann haben wir jetzt unser Manöver und können eigentlich... Vorsprung, ihr seht, 2,6 Meter pro Sekunde ist halt auch nix. Dauert jetzt noch ein paar Minuten. Dann können wir unser Manöver machen. Das mit der Sonne war übrigens ein Witz, ne? Ich hoffe, das ist klar genug rübergekommen. Hoffe ich inständig. Nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, ich glaube das wirklich. Ich möchte nur sicher gehen. Heutzutage sagen viele Menschen viele eigenartige Sachen. Dies war humorvoll gemeint. So. Gut. Warten wir auf das Manöver. Wenn ihr so kleine Manöver habt, die sagt jetzt hier auch Schubzeit 0,2 Sekunden, fliegt die nicht mit auf Vollschub gehen. Ich könnte ja jetzt mit Y Vollschub reinhauen. Ich mache das nicht. Ich gebe mit Shift ein ganz bisschen Schub rein und mit X kann ich sofort wieder ausmachen. So ist das. Das trifft das ganz gut. Ja? Das ist jetzt nicht super exakt. Wir sind jetzt 2 Kilometer höher. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Es geht ja nur darum, erstmal schon mal einen guten Flyby zu bekommen. Und jetzt planen wir hier auf der Periapsis unser nächstes Manöver, nämlich unser Bremsmanöver. Und eigentlich sollte jetzt hier... Da seht ihr auch schon den Marker.
Hier kommt jetzt der Marker, wo er auch sagt, hey, dein Treibstoff wird dafür nicht reichen, du musst rüber auf die andere Stage. Das ist auch okay. Jetzt können wir hier nochmal gucken, unser Staging ist so semi-okay, also er hat so ein Doppelstaging. Ich ziehe sowas immer sehr gerne zusammen, dass er abtrennt und sofort zündet. Das ist Geschmackssache. Ich möchte auch nochmal zu sagen, dass das hier, dass das hier genauso funktioniert. Ihr müsst dann halt abtrennen. Dann dürft ihr euch aber auch nicht wundern, dass euer Triebwerk erstmal noch nicht geht. Ihr müsst dann nämlich nochmal stagen, damit das Triebwerk kommt. Beide Varianten sind völlig valide und funktionieren. Ich bin einfach, wir sprachen vorhin darüber, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen faul bin. Und meine Faulheit äußert sich zum Beispiel darin, dass ich das in einem Staging mache. Ja. Das birgt allerdings auch ein paar Gefahren. Wenn ihr ein sehr großes, sehr heißes Triebwerk direkt über was anderem zündet, kann es sein, dass ihr eventuell euer Raumschiff wegschiebt. So. Wie viel Gigabyte ist KSP? Ich weiß gar nicht, wie groß der Download ist. 1-2 Gigabyte? Vielleicht sind es auch 4, aber viel, also super viel ist es nicht. Es ist echt überschaubar. Also ohne Mods, das Base Game ist ziemlich überschaubar. Also du wirst da nicht jahrelang dran laden müssen. Und ja, wenn man sich mit RCS dreht, also ich drehe mich, wenn sich es irgendwie vermeiden lässt, halt nicht mit RCS. Hier habe ich jetzt diesmal gar kein RCS dran. Normalerweise deaktiviere ich die Drehelemente, weil ich habe ja die Reaction Wheels, mit denen ich mich drehen kann bei KSP, die sind halt unverschämt stark. Bei RSS wird das sehr, sehr interessant. Oh, jetzt habe ich mich selber aus meinem Mikro ausgesteckt. Jetzt höre ich nichts mehr. Sehr, sehr gut. Sehr professionell auf jeden Fall. Ich zoome einfach mal vor und spiele weiter KSP. Denn mit Audio-Equipment kann ich offensichtlich nicht so gut umgehen. So, unsere Kapsel kommt da jetzt angeflogen. Wir kriegen zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen Wissenschaftspunkte von den Schleimexperimenten, die wir aufgebaut hatten. So, und wir werden jetzt gleich aus dem Time Warp geholt an der Stelle, wo wir einbremsen. Wir haben das Spiel eigentlich schon durch. Ihr kennt das. Wir machen das jetzt ja eigentlich auch nur noch, um hier einmal unsere Mission zu erledigen. Und ich würde jetzt tatsächlich sogar Folgendes tun, weil wir sind gerade über der Sonnenseite und wir haben hier ein relativ gutes, flaches Plateau. Ich werde jetzt weiter retrograd brennen. Also wenn ich jetzt den Orbit habe, weil ich rumgespielt habe, muss ich jetzt zweimal stagen. So, lasse ich das Ding weiterlaufen und bremse uns direkt. Ich mache das mal jetzt aus. Ich gucke mir das auf der Karte an. Bremse uns direkt in der Landung runter. Einfach, weil es gerade geht, weil es gerade hell ist. Und ich mache jetzt einen ziemlich abrupten Stopp und lasse uns fast senkrecht runterfallen. Spoiler, das ist nicht besonders spriteffizient, aber auch sowas geht. Der flache Anflug geht natürlich auch. Auf Minus ist das alles ziemlich entspannt. Wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken, das könnte ja auch ein bisschen schräg werden insgesamt. Und was ganz wichtig ist, stellt euch, wenn ihr landet, das hier um auf Bodenradar, nicht auf Meeresspiegel. Sonst werdet ihr auf den Bergen ganz unangenehm aufschlagen. So, und was wir jetzt machen, wir machen hier wirklich nur einen kleinen Touchdown, landen einfach einmal und werden mal gucken, dass wir hier unsere Mission erledigen, weil wir eigentlich was anderes machen wollen. Wie viel G hat Minmus? Minmus hat 0,05 G, also wirklich wenig. Das ist 5%? 5%, oder? 0,05? 0,1 wären 10%? Ja, 0,01 wären 1%? Ja. 5% der Schwerkraft von Kerbin. Und Kerbin hat die gleiche Schwerkraft wie die... Seit wann läuft der Stream? Mit Ausrufezeichen Uptime kannst du das nachgucken. Grob eine Stunde. Den Sandstein nicht vergessen. Ja, wenn jetzt hier zufällig ein Sandstein neben uns liegt, können wir den gerne mitnehmen. Ich bin da gar nicht so. Aber ich würde jetzt hier nicht eine riesen Tour machen, weil wir eigentlich... Sehe ich irgendwo einen? Ich sehe keinen. Seht ihr einen? Wenn wir eigentlich wegen was anderem da sind. Das da hinten, das könnte was sein. Der da sticht raus. Eventuell haben wir da einen. Seht ihr das? Der sieht ein bisschen anders aus und steht so nach oben. Das könnte funktionieren, muss nicht. Und das ist in Jetpack-Reichweite. Behaltet den mal im Auge. Ich versuche mal eine Landung zu machen und gleichzeitig nicht zu vergessen, wo der Stein ist. Wichtig ist immer, kurz bevor ihr zu langsam werdet, umzuschalten auf den Stabilitätsassistenten, weil sonst flippt der plötzlich rum, wenn ihr zu langsam werdet.
weil dann Retrograd natürlich irgendwann nach oben geht. So, wir haben noch 100 Meter. Ganz gemütlich. Lasst euch Zeit bei sowas. Gerade auf Minus. Ihr habt alle Zeit der Welt. Und dann guckt, dass ihr den hier so einen schönen, sanften Stopp bringt. Werdet halt auch nicht zu langsam und dann sollte das eigentlich relativ schnell durch sein. So, irgendwo da hinten war mein Verdacht auf Sandstein. Wir probieren das jetzt einmal und ich hoffe das Beste, dass das angeht. Zack. Vielleicht aber auch nicht. Da hinten war auf jeden Fall was. Wenn ihr unterwegs seid, immer euer Jetpack beobachten. Landung auf Minmus ist auf jeden Fall deutlich einfacher als auf Moon. Ja, der Sandstein hat so einen grünlichen Schimmer. Ich suche halt nach Steinen, der ist nicht so riesengroß. Die so ein bisschen rausstechen optisch. Es gibt halt zwei Steinformationen. Oh, gute Grafikbugs heute. Und dieser Stein da sticht formmäßig raus. Es gibt halt noch eine zweite Steinformation auf Minmus, die uns dann nicht so besonders viel helfen wird. Ihr habt übrigens immer diesen Marker, wo euer Raumschiff steht. Wenn ihr aus Versehen mal F4 drückt oder manchmal ist das auch einfach deaktiviert, dann seht ihr das nicht mehr. Mit F4 könnt ihr euch das anzeigen lassen. So findet man dann auch deutlich besser zurück nach Hause. Ich will mal dahin. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht machen wir jetzt auch einen Zufallsfund von irgendwas anderem. Aber auf jeden Fall versucht mit optischen Marken zu arbeiten, die ihr irgendwie erkennen könnt. Irgendwas, was anders aussieht, ist es meistens das, was ihr sucht. Hier ist irgendwas, was anders aussieht. Ich weiß noch nicht, ob es das ist, was ich suche. Also wir müssen ja so einen grünen Sandstein holen. Wo ist es? Irgendwo haben wir den. Habe ich einen der Monolithen per Zufall gefunden? Das wäre richtig super witzig. Daher könnte ich dann noch ein Wort zu verlieren. Das wäre sehr, sehr witzig. Aber was ist das? Das ist auf jeden Fall kein Stein. Das wäre jetzt natürlich super random, wenn ich genau neben so einem Monolithen gelandet wäre. Genau, wir wollen eigentlich den Sandstein. Ich glaube, ich habe tatsächlich einen Monolithen gefunden. What? What? Okay, Random Tutorial Effect. Es gibt auf Moon, Minmus und Kerbin und ich weiß gar nicht, gibt es noch ein paar mehr Lokationen im Solarsystem, gibt es diese Monolithen. Diese Monolithen kann man finden, die sind auch mit jeder Karriere woanders, also die haben keinen festen Platz, deshalb ist es ein echt krasser Zufall, dass wir irgendwo landen und dabei auf diesen Monolithen stoßen. An diesen Monolithen kann man, ich meine, eine Technologie freischalten, randommäßig. Da ist so ein Squad-Äffchen drauf. Kann man das sehen? Ja. Das Squad-Symbol ist da drauf. Einer steht direkt neben dem Space Center im Prinzip. Den habt ihr vielleicht schon gesehen. Spawnt aber halt irgendwo noch ein... Diese grünen. Also die müssen grün sein. Der neben dem Space Center ist ja schwarz. Und wenn die so einen grünen Schimmer haben, dann sind das die echten. Wie konnte man die denn... Wie konnte man noch mit denen interagieren? Wow, Leute, ich bin nicht vorbereitet auf diesen Part. Ich wollte nicht zu einem Monolithen. Also, eins Monolith. Genau, ist natürlich so ein bisschen eine Referenz an 2001, die Space Odyssey. Aber wie? Ich muss jetzt selber nachgucken. Ich mach das mal für euch. SP interact with monolith. Typ. Wenn es jemand von euch gerade schreibt, tut mir das echt leid. Alright. Well, we have discovered a very strange monolith. Okay, ich bekomme eine First World Record. Okay. Genau, hier haben wir das. Wir haben eine fortschrittliche Metallverarbeitung haben wir bekommen als Technologie. Dadurch, dass wir den gefunden haben. Kann also Sinn machen, die Dinge
zu finden. Mit dem Curbnet Access könnt ihr die auch etwas gezielter suchen. Ich fliege jetzt mal ein bisschen flacher zurück. Vielleicht sehen wir irgendwo einen Sandstein rumflacken. Ist das dieser kleine da vielleicht? Oh. Sprach ich darüber, dass man auf seinen Treibstoff achten muss? Ich habe nicht so gut auf meinen Treibstoff geachtet mit meinem Rumgeeier. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht eine riesige Lauftour gleich machen. Ich probiere mal, den hier noch einzusammeln und dann werde ich versuchen, so spriteffizient wie möglich zurückzufliegen. Ich glaube, das ist nicht der korrekte Stein. Ja. Oh Gott, 1,6 ist echt zu wenig. Das wird nicht so gut. Eieieiei. Schönen Easter Egg gefunden, aber dabei unverhältnismäßig viel Sprit verbraucht. Das ist keine. Also woran ihr die Dinger auch erkennt, durch die kann man nicht durchlaufen. Oh, 5 Kilometer ist hart. Rennen, 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 rennen und springen. So viel Sprung wie möglich schon mal mitnehmen. So, 1,6 habe ich jetzt gerade. Oh Gott, ich hoffe, das reicht noch. 1, 3, 4. Ich muss jetzt ein bisschen haushalten. Mein Sprit. So, hoffen wir mal, dass das ganz gut funktioniert. Und wir nicht einen sehr langen Spaziergang durchführen müssen. Weil ihr müsst den ertragen. Die YouTuber, für die kann ich das ausschneiden. Ihr müsst das erdulden. Vier Kilometer, das sieht schon mal ganz gut aus. So, jetzt beginnen wir zu fallen. Vielleicht noch mal ein bisschen zwischenboosten. Ach, das Gefährliche dabei ist natürlich ein bisschen, ich brauche halt noch genug Sprit, um abzubremsen. Deshalb habe ich so gut geguckt, wie viel Geschwindigkeit ich eigentlich aufgenommen habe. Damit wir auf jeden Fall, wir haben so ungefähr 0,4 Sprit in Beschleunigung gesteckt. Die werde ich auf jeden Fall auch gegenbremsen müssen, weil das hebt sich nicht von alleine auf. Plus ein bisschen Kampf gegen die Schwerkraft. Also ich glaube, wir kommen gut an, aber das war ein bisschen ungewollt knapp jetzt gerade. Zwischenboost, das sollte uns jetzt safe in die Nähe bringen. Litho Break geht auch, ja, geht auch, aber ich möchte den Kerbel nicht umbringen. Oder die Kerbel in ihrem Fall. So, jetzt machen wir mal gleich Bremsmanöver. So, ich nehme vor allen Dingen jetzt erstmal die Vorwärtsgeschwindigkeit raus, den Weg nach unten, da kümmert sich die Schwerkraft schon für mich drum. So, die gute Nachricht ist, ihr könnt jederzeit euren Sprit dann nachfüllen, indem ihr in die Kapsel einsteigt. Dann kriegt ihr wieder ein volles Jetpack geschenkt. So, das reicht doch. 0,5. Ich denke 0,47. Ich muss jetzt noch an meine Tür ran, ohne mich zu verletzen. Das passt schon. Okay. Seid einfach vorsichtig mit eurem Sprit. Okay, wir werden jetzt. Ich gucke noch mal im Umkreis, ob ich irgendwas sehe. Das könnte sein, ne? Sind die auch noch zu groß? Die sind halt, glaube ich, auch nicht überall verfügbar.
Na gut. Dann fliegen wir jetzt mal zurück. Dafür, weil wir wollen ja eigentlich gucken, wo die Reise hingeht für uns im Tutorial. Dafür starten wir wieder Richtung 90 Grad. Guck das mal vorher. Hier ist 90 Grad. Das ist die Richtung, die wir kippen. Das heißt, wir geben jetzt erstmal Schub zum Starten und dann geht es relativ schnell auch Richtung 90 Grad. Kommt dabei nicht das Raumschiff an. Das macht euch völlig kirre im Kopf, denn da kommen nur unschöne Sachen zustande. Und so bei 11, 12 Kilometern Höhe machen wir jetzt erstmal aus. Wir sind gut genug unterwegs und dann können wir gleich, wenn wir da auf Höhe sind, unseren Orbit zirkularisieren. Felvis, vielen Dank für den Raid. Ganz herzlich willkommen an dich und deine Zuschauer. Und wir machen jetzt erstmal hier, zack, den Coast hoch auf die Apoapsis. 2 Minuten noch. So, und jetzt wird zirkularisiert. Dass wir hier drüben halt quasi auch Pluswert stehen haben von ungefähr 10 bis 11. So, das passt. Sehr schön. Und jetzt fliegen wir zurück nach Hause. Von hier aus. Wir haben immer noch 1400 Meter pro Sekunde an Delta V. Das sollte ganz gut funktionieren. Hi, Fabis. Na, vielen lieben Dank für den Raid. Jetzt bist du, glaube ich, auch da. Ich hatte gerade schon Hallo gesagt und dich und deine Raider begrüßt. Aber ich vermute, ihr wart dann noch irgendwie in der Transferphase, nenne ich es mal. Das dauert ja manchmal einen Moment. Ich kenne das auch von Raiden, dass man nicht sofort da ist. So, was habt ihr Schönes gespielt? Soll ich jetzt nicht zu sehr runterbremsen hier? Das machen wir dann gleich. Ich habe nämlich noch genug Sprit. Zack. Das dürfte ein grober Prograde sein. Und die Beine können jetzt auch wieder einziehen. Genau. Wenn wir natürlich eine Antenne haben, dann kann man auch den Crewbericht, Entschuldigung, die gespeicherten Daten in Form von EVA-Bericht, kann man dann natürlich auch raussehen. Den hier nicht. Die Bodenprobe verliert zu viel. Also, sonst ist der Strom ausgegangen zwischendrin. Ja. Da könnt ihr übrigens Teillieferungen dann einstellen, wenn sowas ist. Dann könnt ihr einfach sagen, gespeicherte Daten nehmen und dann senden. Dann überträgt er so viel, wie er kann. Dann lädt er sich wieder auf und überträgt das nächste Datensegment. Das werdet ihr gleich sehen, sobald er genug Strom hat. Falls ihr mal zu wenig Batteriespeicher habt. Was? Warum macht das jetzt nicht? Hat er das, ne? Nee, hat er nicht. Aber ich habe ihn doch auf Teillieferung umgestellt. Ist die andere vielleicht nicht auf Teillieferung umgestellt? Teillieferung. Naja. Okay, Entschuldigung. Er hat einfach stumpf die andere Antenne benutzt. Nochmal. So, jetzt Vorführeffekt. Jetzt seht ihr, jetzt überträgt er immer so Segmente nach, bis er fertig ist. Und fertig. So, jetzt konnte man das trotzdem raus übertragen. Da steht, das kann zu Datenverlusten kommen. Ich habe es noch nie mitgezählt. Ihr habt auch KSP gespielt. Sehr schön. Sehr schön. Ja, wir machen heute ein bisschen Tutorial. Ich bin jetzt weit drüber über meinen eigentlichen Burn. Ja, deshalb mache ich den jetzt mal schnell, um den nachzuholen. Damit wir hier wegkommen. Ne? Und dann gucken können, wohin uns unsere nächste Mission eigentlich führt. Das ist ja der eigentliche Plan, den wir heute verfolgen. So, das bringt uns jetzt erstmal von Minmus natürlich weg. Gerade. Achso. Please ignore me. Please ignore me. Manchmal habe ich auch meine schwachen Momente. So, genau. Man muss natürlich schon Umlaufbahn einstellen, wenn man die Umlaufbahn bremsen will. Wir bringen uns jetzt runter auf einen Anflug zur Landung. Wir haben hier auch noch mehr als genug Energie, um das zu tun.
Und ich bringe uns jetzt direkt in einen Anflug so auf 30 Kilometer Höhe wieder, dass wir direkt wieder eintreten. So, wir bremsen dann da unten. Wir machen es nicht ganz direkt. Hierher vorspulen. Jonas! Ja, die Zeit ist natürlich so ein bisschen das Thema, ne? Die Zeit ist so ein bisschen das Thema, da kann KSP schnell ein großer Sink werden. Auf der anderen Seite sollte man bei KSP halt nicht vergessen, dass man jederzeit zwischenspeichern kann. Ich kann jetzt jederzeit meine F5 machen oder Escape und Spiel speichern und dann halt hier wieder weitermachen, ne? Also von daher, ich finde KSP ist eigentlich auch, wenn man wenig Zeit hat, ein schönes Spiel, wenn man sich darauf einlassen will und damit leben kann, auch mal in einer Mission Pause zu machen. Und die meisten Missionen, würde ich jetzt mal sagen, kann man ganz gut in einer Stunde oder in zwei entspannt durchrocken. So, jetzt werden wir hier ein bisschen näher rangehen. Endless Mike, ich habe deine Frage gesehen. Ist eine sehr gute Frage und ich werde das gleich ein bisschen erläutern. Das wäre natürlich gut gewesen, wenn wir die noch auf Minmus unten gesehen hätten. Dann hätte ich die da mal zeigen können. Letztendlich ist die Antwort Nephball. Die Antwort darauf ist aus meiner Sicht absolut mit dem Nephball arbeiten. Weil wenn du jetzt, wir stellen uns mal vor, das hier wäre der Kartenview. Also stell dir mal vor, du guckst so Kartenview-mäßig, okay, Endless Mike, dann hast du ja quasi Norden, Süden, Westen, Osten. 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad, hier unten noch, ich rede über die Nephball-Zahlen, 270 Grad. Das heißt, wenn ich einen Hop rüber nach hier machen will, dann muss ich mich so drehen. Jetzt siehst du auch, dass die Rakete in die Richtung zeigt. Also ich starte dann erstmal. Wir spielen das jetzt mal durch, so Annahme üben. Ich starte jetzt gerade vom Boden. Und dann gucke ich, wo, bevor ich schon starte, das war das, was ich gerade beim Minmus-Start auch mache, gucke ich, wo ist meine 90? Ich will ja nach Osten hoppen. Und dann drehe ich in Richtung 90. Und der wichtige Punkt ist dabei, hier sind nicht deine Augen. Hier sind die Augen. Es ist völlig egal, was das Ding hier macht. Das muss man lernen zu ignorieren. Und dann fliege ich nach Osten. Wenn ich jetzt aber meinen Hop eher hier nach so Nordosten machen will, dann sind das eben eher so 45 Grad. Und dann hat man so seine Abstufung. Damit kriegst du ganz gut die Richtung hin. Ich hoffe, das erklärt es halbwegs verständlich. Wie gesagt, den Map View dafür benutzen, um zu verstehen, wo man hin will. Und dann einfach den Hop machen. Beziehungsweise optisch kann man das natürlich auch machen. Dann sollte man allerdings die Map zur Hilfe nehmen, um die Himmelsrichtung halbwegs zu verstehen, wie man sich bewegen möchte. So, ich bremse jetzt nochmal runter. Genau, das Spiel speichert sowieso beim Verlassen, das ist richtig. Aber es gibt ein paar Situationen, in denen man sollte man nicht einfach rausgehen, zum Beispiel suborbitaler Flug. Deshalb empfehle ich da immer die Speichern-Funktion dann auch zu nutzen, weil die sagt einem dann auch, wenn das gerade nicht geht. Damit man später nicht unangenehm überrascht ist, dass der jetzt nicht gespeichert hat. So, 35 Kilometer ist the way to go. Da hinten sehe ich auch schon das KSC, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also wir kommen, naja, zumindest in die grobe Nähe. Mit viel guten Willen. Ich werde uns jetzt schon mal nicht das hier, auf gar keinen Fall das Hitzeschild abwerfen. Ich mache das nicht. So, wir sind jetzt mit der Kapsel schon mal frei. Haben da ein bisschen Zeit, dass sich das hier entfernungsmäßig voneinander wegschiebt. So, und dann gibt es hier eine hoffentlich gesunde Landung für Valentina und ein hoffentlich erfüllter Auftrag für uns. Denn das Thema Minmus haben wir jetzt, glaube ich, recht ausgiebig bearbeitet im Tutorial. Es kann sein, wenn ihr euch nicht so sehr, wenn ihr das erste Mal spielt und euch die Karriere auch vielleicht ein Stück weit egal ist oder ihr im Wissenschaftsmodus spielt, wo die Aufträge kein Thema sind, dann kann es Sinn machen, dass ihr als erstes auf Minmus landet, weil Minmus von der Schwerkraft her sehr viel leichter zu landen ist als der Moon. Das wollte ich nur nochmal anmerken, weil wenn man auf dem Moon landen kann, ist man eigentlich auf dem Minmus völlig safe. Deshalb, es ist halt so, dass bei den Aufträgen meistens in der Karriere der Moon vor Minmus kommt. Deshalb zeige ich das auch so. Aber es kann unter Umständen Sinn machen, wenn ihr es das erste Mal üben wollt, Minmus zu nehmen.
So, falsche Balance. Zeitraffer wieder an und dann macht er hoffentlich gleich auf, wovon ich im Moment ausgehe. Und wir haben hoffentlich, wovon ich auch ausgehe, unsere Nimbus-Mission geschafft. Das wäre doch wundervoll. So, hier sind irgendwie Dinge passiert. Ah, das hat schon, ist schon gewertet worden. Ich bin noch gar nicht da, aber es ist schon gewertet. Da war das Spiel sehr gnädig. Das hat schon mal zwei gelandet. Was bei den neuen Tutorials anders als bei den alten? Haben die alten nicht schon das meiste abgedeckt? Ja, inhaltlich haben die das meiste abgedeckt. Es ändern sich halt mit der Zeit die Bauteile und zum Beispiel bei der 1.6er Version war ein großer Sprung nochmal in der Atmosphärenphysik. Das heißt, in den ganz alten Tutorials sind teilweise Raketen drin, die einfach nicht mehr funktionieren. Ich versuche das immer so ein bisschen up to date zu halten. Ich mache auch nicht mit jeder KSP-Version ein neues Tutorial. Dieses Tutorial hat jetzt, glaube ich, auch mit der 1. Oh, lasst mich nicht lügen. Ich glaube, wir haben mit der 1.8 angefangen, sind jetzt bei der 1.9 und ich werde das auch, je nachdem wie viele Folgen, also ich will mindestens den interplanetaren Flug einmal gezeigt haben, dann ist für mich eigentlich auch so der Punkt, dass ich das Tutorial auch gar nicht weitermachen möchte, weil ich möchte, dass ihr das selber auch entdeckt. Wir haben aber gesagt, wir wollen uns auf jeden Fall nochmal das Thema Raumstation angucken, weil da viele Fragen auch zu kamen. Die Versionen liegen vom Fliegen her alle sehr nah beieinander. Mir ist es auch wirklich wichtig, in den Tutorials zu vermitteln, dass ihr die Prinzipien versteht dahinter, damit ihr dann euch den Rest des Spiels auch selber erschließen könnt, weil ich finde, es ist ein Spiel, was vor allen Dingen auch davon lebt, dass man explorativ unterwegs ist und das Sonnensystem entdecken kann. Und ich will euch da nicht in einem Tutorial von vorne bis hinten mit allem durchspoilern. Zumal es gewisse Dinge gibt, wo selbst ich auch noch nicht war. Also ich bewege mich sehr viel im Early Game, gerade auch durch die Tutorials. In meinen längerfristigen Serien verzettel ich mich sehr gerne an den ersten ein bis zwei Monden und Planeten. Von daher, mir ist es wichtig, dass ihr versteht, wie es funktioniert, dass ihr einmal gesehen habt, wie man die Sachen macht und das dann für euch halt adaptieren könnt und euch selber aussucht, wo ihr sagt, das sind die Sachen, die mich interessieren, die ich mir gerne angucken möchte. So, und jetzt Trommelwirbel. Oh, erkunde Eve. Wir sollen nach Eve. Okay. Fliege an Eve vorbei, nicht abgeschlossen. Ein Eve-Vorbeiflug. Das wird spannend. So, jetzt konsultiere ich mal meine Delta V-Map. Und ein Eve-Vorbeiflug ist gar nicht so, so ugly expensive. Das heißt, wir werden jetzt unseren ersten interplanetaren Flug machen. Wichtiger Punkt hier, was ich jetzt erkläre dann im Zuge dieses Flugs, hat genauso Gültigkeit für eigentlich fast alle anderen Planeten. Und was halt variiert, sind die Delta-V-Werte und natürlich die Raketen, die ihr braucht, je nachdem, was ihr da vor Ort tun wollt. So, erkunde Eve. Jawohl. Unser erster interplanetarer Flug. Sehr schön. Was brauchen wir dafür? Spoiler, Spoiler, ein Raumschiff. Wir müssen nur ein Flyby machen, das heißt, wir müssen dann mal gucken, wie wir den Weg zurück auch finden. Ich würde sagen, im Idealfall planen wir jetzt mal so, wie ist unser Auftrag genau gestrickt? Flieger an Eve vorbei. Wir haben nicht den Zusatzauftrag, dass wir zurückkehren müssen. Das heißt, ich würde mich jetzt mal mit der Mission darauf vorbereiten, dass wir auch gleichzeitig in den Orbit gehen. Da ein bisschen Wissenschaft machen und so weiter und dann halt beim nächsten Transferfenster zurückfliegen. Das wird jetzt eine Weile dauern, aber hey. Deshalb, neue Rakete und ich werde es jetzt, bauen wir es Simple Stupid oder bauen wir es mit einer 3-Personen-Mission? Ich überlege gerade. Eigentlich wäre es schön, einen Wissenschaftler mit dabei zu haben. Aber eine Ein-Personen- oder Ein-Körbel-Mission wäre natürlich einfacher zu fliegen. Ich gucke mal kurz, was für Bauteile ich schon habe. Andersrum. Lasst uns mal kurz mit den Wissenschaftspunkten. Wir sollten die auch mal wieder ausgeben. Lasst uns hier mal einen Blick reinwerfen. So, wir sind ja mittlerweile schon ein bisschen weiter. Was ich sehr empfehlen kann. Wir haben 1915 Wissenschaftspunkte, was wir jetzt auch mal nutzen werden. Auf dem Weg nach Eve benutzen wir Nuklearantriebe. Interplanetares Reisen macht Sinn, mit Nuklearantrieben zu arbeiten. Warum? Nuklearantriebe haben eine sehr hohe Vakuumeffizienz. Okay, wenn ihr mal guckt,
Unsere jetzigen super effizienten Antriebe. Wo ist denn der Gepard? Ist okayisch mit 355. Es gibt irgendwo noch. Ah, wo ist er? Der kommt wahrscheinlich erst später, oder? Ah ja, genau. Der Wolfshund hier später. Der kommt mit 380 noch um die Ecke. Aber der Nuklearantrieb hat eine ISP von 800. Das ist wirklich, wirklich unglaublich gut. Und das Schöne ist, er verbraucht nur Liquid Fuel, was dann auch nochmal den Oxidizer rausnimmt, was gewichtsmäßig der Rakete sehr entgegenkommt. Dafür ist er nicht besonders leistungsstark, muss man der Fairness halber sagen, und entwickelt unangenehm viel Hitze. So, dagegen kann man aber was tun. Das heißt, wir nehmen jetzt den Nuklearantrieb mal mit, forschungsmäßig. Was nehmen wir noch mit? Wir nehmen. Abtasttechnik, das könnte natürlich Sinn machen. Das ist allerdings alles irgendwie oberflächengebunden. Das brauchen wir gar nicht. Elektronik. Wäre eine schöne neue Antenne. Ja, mal durch kleine Antriebe. Das sind die Robotic Parts. Ich glaube, wir bleiben erstmal einfach. Also ihr könnt das gerne irgendwo investieren noch. Woran kann ich entscheiden, ob ein Triebwerk eher auf Meereshöhe, mittlerer Höhe oder Vakuum besser ist? Anhand genau dieser ISP-Werte, die ich gerade gezeigt habe. Im Prinzip gibt es diese beiden Werte. Nautisch 0 ISP und Vakuum ISP. Das ist letztlich, und hier oben seht ihr auch nochmal den Schub für diese beiden Sachen. Und dieses Triebwerk, das sieht man relativ schnell, hat eine sehr niedrige Effizienz. Also ISP, je höher, desto effizienter wird mit dem Treibstoff umgegangen. Schub ist, glaube ich, auch relativ selbsterklärend. Wenig Schub bewegt wenig Masse. Und hier sieht man das eigentlich letztens. Gibt es verschiedene Varianten vom Mund? Letzten Endes gibt es so viele Varianten von allem, wie eure Fantasie es zulässt, darüber nachzudenken. Also es gibt da meiner Meinung nach nicht die eine Antwort, wie das richtig ist. So, was ich gerade noch überlege, ist noch irgendwo Kühlung mit dabei, aber eigentlich sehe ich hier nichts. Haben wir denn schon sinnvolle Temperaturregler groß? Das heißt, ich habe schon kleinere Temperaturregler. Ja, das sollte eigentlich passen. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal nur mit den Atomtriebwerken in die ganze Geschichte rein und wir bauen uns eine 3-Körbel-Rakete, damit wir das komplette Team mitnehmen können. Also, gestartet wird das Ganze. So wie wir es kennen, mit einer Kapsel. Unter diese Kapsel kommt, so wie wir es kennen, ein Hitzeschild drunter. Weil wir nicht verbrennen wollen, wenn wir irgendwann wieder nach Kerbin zurückkommen. Das wird zwar eine Weile dauern, bis das soweit ist. Und wir wollen auch einen Fallschirm, weil nachdem wir nicht verbrannt sind, wollen wir auch nicht irgendwo aufschlagen und dabei sterben. Ich denke, bis hierhin alles sehr verständliche Dinge. Jetzt machen wir als nächstes ein Entkoppler, da wir uns davon ja auch wieder trennen wollen. Und ich würde jetzt gucken, dass wir hier eine Wartungsbucht mit reinnehmen, die 2,5 Meter, damit wir hier so ein bisschen die Dinge mit reinbauen können. Es gibt auch noch eine kleinere Wartungsbucht und es gibt später im Tech-Tree auch noch Service-Module, mit denen man arbeiten kann. Ich persönlich bin ein ganz großer Freund dieser Wartungsbucht, weil man mit der einfach schön arbeiten kann und gut seine Sachen hinbekommt. So. Was wir noch machen können, aber ich glaube, die ist zu klein, ne? Ja, das ist zu klein. Dann packen wir das gleich hier rein, hätte ich gesagt. Wir nehmen uns einfach noch eine Batterie mit. Oder zwei. Ich glaube, die eine reicht. Wir spielen ja nicht mit Live-Support oder solchen Geschichten. Und dieses Bay hier soll vor allen Dingen dafür da sein, unsere ganzen Experimente aufzunehmen. Also das am schwierigsten zu verpackende Experiment, finde ich immer, ist hier der
der Frontblase. Das können wir jetzt natürlich einfach mal korrigieren. In die 2-5er-Bucht passt der halt ganz gut rein. Dann ist unten noch so ein bisschen Platz. Ihr könnt ihn auch nach unten attachen. Das ist letztlich Geschmacksfrage. Ich packe ihn jetzt mal oben ran. Man kann den drehen. Das ist aber eher Optikgründe. Und das Schöne ist, an das Ding kann man andere Teile ranklatschen. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel die Rückwand benutzen, um eure Batterie anzubringen, um eine Mystery Goo anzubringen. Wir können das Barometer noch mitnehmen. Wir können das Thermometer noch mitnehmen. Das sind so meine Sachen, die ich im Moment habe. Man kann ein Experiment-Lagermodul noch mitnehmen. Ich würde es jetzt mit dem Wissenschaftler tatsächlich einsammeln. Das sind so meine zentralen Experimente, die ich im Moment habe. Für lange Reisen kann es unter Umständen Sinn machen, so ein Forschungslabor mitzunehmen, um die Wissenschaftsdaten unterwegs schon mal auszuwerten und abzuarbeiten. Also man füllt die dann hier rein und ein Wissenschaftler, also eigentlich zwei Wissenschaftler, arbeiten hier auf. Es würde unseren I-Flug jetzt aber sehr, sehr unnötig komplex machen von der Rakete, weil wir sehr viel Gewicht dadurch aufbauen. So, jetzt kommt der Teil mit, wir müssen irgendwo hinkommen und dabei mit effizienten Triebwerken arbeiten. So. Der eine Weg, das zu tun, und wir hatten ja gesagt, wir wollen mit den Nukleartriebwerken reisen. Und jetzt zeige ich euch mal den Effekt, den die haben. Ich nehme jetzt mal das effizienteste, was ich gerade habe. Das ist der Gepard. Ich weiß gar nicht, ob der Gepard mehr rausholt als der Pudel. Das sind 3800. Der Pudel holt raus 3500. Okay. Also, das wäre der Gepard. Okay. Was man jetzt machen kann mit unserem Nukleartriebwerk ist den Oxidator hier rausnehmen, weil das wird nicht benötigt für das Nukleartriebwerk. Und das hier ran, dann seht ihr schon 4235. Jetzt ist es so, dass diese Tanks hier nicht besonders effizient dafür sind, weil man sie im Prinzip einfach halb leer macht und damit auch die Struktur noch mitschleppt. Das heißt, das wird jetzt bautechnisch natürlich einfach ein bisschen, ich sag mal, anspruchsvoller. Was wir uns jetzt raussuchen müssen, ist quasi eine Möglichkeit zu sagen, wie können wir denn auf eine vernünftige Art und Weise diese anderen Tanks einbinden. Ich habe die Antwort tatsächlich auch noch nicht so wirklich vorbereitet für mich, weil letzten Endes, was sehr, sehr schön funktioniert, sind halt quasi diese Tanks hier. Die sind eh nur mit Liquid Fuel befüllt, also das sind die Flugzeugtanks, und unter Umständen kann es da dann halt auch mal Sinn machen, das tun wir jetzt einfach mal, nochmal ins in Techtree rauszugehen und zu gucken, ob wir im Flugzeugpart, da kommen die nämlich her, ein paar schöne Teile freischalten können. Wenn wir jetzt also mal reingucken im Überschallflug, hier wird es langsam ein bisschen größer und hier sind tatsächlich große Teile mit dabei, mit denen man eventuell arbeiten könnte. Und ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir gucken tatsächlich mal, ob wir uns das leisten können, das sieht ganz gut aus, dass wir hier diese Teile jetzt mal, genau die richtige Ebene erwischt, not, dass wir hier mal diese Teile einkaufen. Ja, dann haben wir so ein bisschen Flugzeugteile. Hier ist auch das Dienstmodul drin. Das ist vielleicht gar nicht so die schlechteste Idee, das zu haben. Wir müssen mal gucken, wie wir das gleich mit den Antriebskondeln machen. So, hier hinten gäbe es jetzt noch weitere Bauteile. An die kommen wir im Moment nicht ran, weil unser Wissenschafts-, R&D-Bereich noch nicht, unser Forschungsbereich noch nicht weit genug ausgebaut ist. Genau, ist jetzt aber auch nicht ganz so wild, weil ich glaube, die MK3s werden wir nicht gehen. Wenn ihr da ran wollt, das können wir mittlerweile auch super easy machen. Wir haben 3,8 Millionen, so rum. Rechtsklick auf Forschung und Entwicklung, Verbesserung, und jetzt habt ihr die höchste Stufe von Forschung und Entwicklung und dann geht es hier auch nachher weiter im Tech-Tree. Hier hinten ist dann übrigens Schluss bei 1000. Also weiter geht es nicht mehr. Das heißt, wie ihr seht, sind wir mittlerweile auch ganz gut durch die gängigsten Sachen durch. Die Baumenü-Musik etwas runter, das kriegen wir hin. Eigentlich ist die Musik schon sehr weit unten. Manchmal interessiert ihn das aber aus irgendwelchen Gründen nicht. So,
Was können wir jetzt draus machen? Jetzt kommen wir so ein bisschen in Designfragen letzten Endes rein. Am Ende muss es fliegen. Das ist immer das ganz Wichtige. Und wir werden das Ding hier natürlich in irgendeiner Form in einen Fairing packen müssen. Sowas kann man zum Beispiel machen. Das Gute ist, wie gesagt, verdammt, das ist das falsche Bauteil. Da ist noch Dings drin. Sowas kann man machen, aber ich wollte gerade sagen, da ist nur Liquid Fuel drin. Das ist es definitiv nicht. Das ist es definitiv nicht. Jetzt das falsch rausgenommen? Ja, ich habe das falsch rausgenommen. Hervorragend. So, da hätte man schon mal 3500. Okay. Aber was ich überlegt hatte, war, vielleicht kann man mit dem Dienstmodul ein Stück weit arbeiten. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir da seitlich Dinge attached bekommen, aber das werden wir jetzt mal ausprobieren. Und zwar, das Schöne an dem Dienstmodul ist, da drin haben wir relativ viel Platz. So, in das Dienstmodul kann man nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, auch Treibstofftanks einbauen. Und zwar sollte es so ganz gut gehen. Jawohl, das sieht doch schon mal so schlecht aus. Vielleicht machen wir das noch irgendwie in diese Richtung, dass das einfach für das gute Gewissen eher mit dem Tank verbunden ist, eher mit dem Triebwerk verbunden ist, als mit dem Rest der ganzen Chose. Und was man natürlich jetzt noch machen könnte, sozusagen akzeptieren, dass wir eh damit fliegen und packen unsere Experimente. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das dazwischen passt. Nicht so ganz, ne? Nicht so ganz. Da in der Mitte wird es wahrscheinlich reingehen. Entschuldige mich für dieses akute Clipping. Jetzt ist gefühlt die Baumusik ganz weg, ne? Das ist ein bisschen hart geklippt. Ne, wir lassen es so, wie es war. So, übrigens mit Steuerung Z könnt ihr Dinge reverten, bis die wieder so sind, wie sie vorher waren. So, jetzt haben wir wieder alles da, wo es war. Genau, was man jetzt hier noch machen könnte. Noch ein schönes kleines Bauteil irgendwo. Könnten wir machen, müssen wir aber eigentlich gar nicht. So, und jetzt kommt eigentlich der spannende Part aus meiner Sicht. Können wir hier seitlich ranbringen. Das wäre eigentlich ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, was wir nämlich machen können, ist einfach mit so einer Art Außengondel zu arbeiten. Die hübschen Dinger auch. Wir hätten auch die hübschen Dinger. Lass uns mit den einfachen Dingen arbeiten. Das heißt, wir machen uns jetzt hier vier Decoupler ran. Ist massig die Batterieverdauung beim Zurücksetzen. Das sieht so aus, ja. Ich weiß aber nicht direkt, woran es liegt. Es wird auch immer weniger gefühlt. Mal gucken, wir attachen die Dinger mal neu. Nicht, dass hier irgendwas gebuggt ist. Besser aus, glaube ich. So. Muss ich jetzt aber gucken. Oh, noch 2,8. Sehr gut. Jetzt kommt die Shroud. Alles gut. Okay. Und jetzt packen wir hier draußen die MK1 Flüssigtanks dran. Ich lasse nach oben ein bisschen Platz,
dass wir die sauber abschließen können. Ja, wahrscheinlich werden wir sie noch ein bisschen tiefer setzen müssen. Einfach weil, wenn das Ding hier aufgeht, möchte ich nicht die Tanks berühren. Das ist ein bisschen Geschmackssache, wie wir die beenden. Die müssen nicht zwingend aerodynamisch sein. Was tut's eigentlich? Am Ende. So haben wir noch ein bisschen Platz. Und jetzt nehmen wir die in eine Vierfachverteilung rein. Mal gucken, dass die gleichmäßig sind. Ja, das sind sie. Zack. Ich habe eine Idee, was wir da oben drauf machen können, damit das auch noch... Ah, die habe ich noch nicht. Okay. Ich speichere mal ganz kurz. Ich habe noch eine schöne Idee, was wir kaufen können. Und zwar... Die Funkantennen, die besseren. Wo sind die denn drin? Die sind wahrscheinlich hier irgendwo mit drin, ne? RA2. Wo sind denn? Jetzt Antennen hin, wo die so spät tatsächlich ist. RA15, RA2. Ich gucke mal, ob die RA2 umstellbar ist. Die hat so einen komischen Anschluss hier drauf. Ich hoffe, dass ich die ein bisschen anders anschließen kann, dass man die variiert. Ne, kriegt man nicht, ne? Schade. Ich hatte gehofft, dass man die so ein bisschen hier oben raufpackt, flach, aber das ist nur in den Modpacks, die ich sonst spiele, leider mit drin, dass die Antenne ein bisschen hübscher aussieht. Na gut, dann bleiben wir dabei, dass die Dinger hier flach sind. Und dann machen wir einen zweiten noch mit ran, um so ein bisschen mit dem Fuel arbeiten zu können. Und jetzt irgendwas fetzt hier gerade gar nicht. Achso. So. Aber was mich immer noch wundert, ist, dass die Dinger hier drin schon wieder nicht gewertet werden, oder? Und das sind auch nur drei, aber irgendwas ist hier. Das ist ganz spannend, sobald man rausgeht und wieder reingeht, ist es, als ob die Dinger hier gedisabled werden. Ich hoffe, dass uns das später nicht auffrisst. So. Jetzt nehmen wir die nochmal wirklich in eine Vierfachverteilung und nicht in eine Dreier. Und dann haben wir eigentlich eine ganz gute Verteilung. Ich überlege jetzt gerade. Wirklich, wie weit wir eigentlich gehen müssen. Also, was wir brauchen ist... Ganz normal 1000 Meter pro Sekunde, um den Orbit zu verlassen und dann nochmal 1330, um uns in den Orbit einzubremsen. Ich plane ja dafür vor. Wenn wir das verdoppeln, weil wir wollen ja auch wieder weg, sind wir bei 2,6K plus ein bisschen Reserven obendruf. Ich bin sehr, sehr kurz davor, tatsächlich diesen Part, und ich werde das jetzt auch machen. Ich vertraue der Sache nicht. Es tut mir leid, dass ich da jetzt nochmal umschwenke, aber das macht mich doch sehr, sehr nervös, muss ich zugeben, dieses Bauteil da zu nehmen, weil irgendwie die Anzeigen nicht besonders verlässlich sind.
was das angeht. Und dann mache ich das lieber so und baue uns hier die Dinge an, weil das ist ein Tank, auf den kann ich mich inhaltlich verlassen, was der macht und was der nicht macht. Dieses Service-Modul, das ist mir ein bisschen zu fishy. So, und damit haben wir jetzt im Prinzip genug Schub. Das Einzige, was jetzt ein bisschen genug Delta V. Das Einzige, was jetzt so ein bisschen schwierig ist, ist das Schub-Gewicht-Verhältnis ist natürlich grottenschlecht. Das heißt, das führt zu unheimlich langen Brennzeiten. Ihr seht das hier unten schon. Das ist so ein bisschen die nicht so gute Nachricht hinter diesen Triebwerken oder dieser Art von Triebwerk. Ich gucke mal, ob ich das hier noch ein bisschen schöner hinbekomme. So. Und im Prinzip machen wir hier mit den Auslegertanks nochmal sowas wie ein Staging letzten Endes, dass wir erstmal die äußeren Tanks leer ziehen und die dann halt im Zuge unserer Reise nach und nach abwerfen. Ja. So haben wir jetzt relativ hohe Effizienz, also mit dem Atomtriebwerk. Was ihr noch machen könnt, alternativ, wenn ihr sagt, so oh, 0,2er ist mir zu wenig, man kann natürlich auch sowas bauen. Der Haken an der Sache ist, dass ihr jetzt sehr viel weniger Schub-Gewicht-Verhältnis habt, weil die Dinger sind halt sehr schwer. Das zieht euch massig Gewicht mit rein. Also ein so ein Ding kostet uns 3 Tonnen Gewicht, was einfach das ganze Setup massiv verändert. Ich bin bei so interplanetaren Reisen eigentlich immer relativ entspannt. Da hat man dann halt längere Burns, tut sich aber meiner Meinung nach einen Riesengefallen damit, weil die Effizienz einfach so viel höher ist als das, was man sonst so tut, wenn man damit in der Gegend rumfliegt. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch irgendwie in den Zustand bringen, wo man sagen kann, jawohl, das passt. Und wir können Fairing drunter packen. Eine Sache, die wir auch noch ausprobieren können, ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, aber wir sollten es zumindest mal angeguckt haben, ist, ob wir mit einer Engine Plate, die sind jetzt, ich meine, DLC-Content von Making History, ich bin mir mal nicht ganz sicher. Das heißt, wenn ihr das nicht habt, dann nicht wundern. Wo sind denn die? Doppelt, da ist er. Das war, was ich suchte. Was wir überlegen könnten, ist, ob wir zwei ranbekommen und mal schauen, was das mit unserer Effizienz macht, weil das natürlich unser Schub-Gewicht-Verhältnis mal auf 0,5 bringt. Also so könnte man das zum Beispiel auch bauen. Wenn ihr die Engine Plate benutzt. Ich gehe jetzt mal mit der Non-Engine Plate Variante, aber falls ihr ein bisschen ungeduldig seid, Engine Plate, zweier Ansatz, die passen drauf. Das haut prinzipiell hin. Okay. So. All things Strom. Wir nehmen auf jeden Fall Solar mit. Das solltet ihr von vornherein mit einberechnen, dass ihr dafür Platz habt. Und ich nehme jetzt mal zwei mit, nur weil wir den Platz nochmal anders brauchen. Und zwar werde ich auf zwei Seiten Solar packen und auf die anderen beiden Seiten, und das wird jetzt ein bisschen wichtig. Ihr habt verschiedene Sachen. Es gibt Kühlmodule, die sind passiv, die bleiben auch so, die sind dann einfach aktiviert und radiaten Hitze weg. Was ich finde, was sehr gut zu den Solarpanelen passt, ist die kleinen Temperaturkontrolleinheiten heißen sie, oder Temperaturregelungssystem, Entschuldigung. Die werden nämlich auch ausgeklappt. Und dann sieht das nachher so aus, wenn das Raumschiff unterwegs ist. Also das kühlt, das sorgt für Strom. Die Dinger verbrauchen 1,5 Strom pro Minute, das ist nicht so viel, und erzeugen halt eine Kühlung von 50 Kilowatt, die sie rausziehen. Also zusammen haben wir dann 100 Kilowatt. Und das Ding hier erzeugt dann entsprechend die Wärme, die weggekühlt werden muss. Erfahrungsgemäß solltet ihr mit zwei aktiven Kühlern und einer Nuklear-Engine an
Eve ganz gut unterwegs sein. Das müsste eigentlich funktionieren. Wichtig ist, nehmt die Dinger mit, weil sonst wird euch das da hinten irgendwann explodieren. Und nehmt die aktiven Einheiten, also die man ausklappt, weil die ziehen die Wärme tatsächlich raus, auch aus weiter entfernten Teilen, während die anderen nur das Bauteil, an dem sie dran sind, passiv quasi kühlen. Und ich glaube, ein Nachbarmodul, wenn mich nicht alles täuscht. So, das heißt, wir haben hier Solar Modul einfahren. Ich überlege jetzt gerade noch für das Dings, könnten wir für den. Ich nehme die. Also ich fliege nur mit einem, aber ich nehme. Fliege ich nur mit einem oder nehme ich die Engine Plate mit rein? Nee, ich lasse es wirklich so. Ich will es nicht mit der Engine Plate unnötig komplex machen. Weil es dann für einige nicht nachbaubar ist. Das resultiert jetzt darin, dass es ein bisschen eigenartig aussieht, aber wir nehmen jetzt mal, also ihr seht jetzt gleich, was ich meine mit eigenartig aussehen. Was jetzt passiert, ist halt das hier. Was ich zusätzlich mache, ist jetzt wirklich mit echten Struts in der Vierfachverteilung einmal von hier oben nach hier unten auf den Dings das zu verstärken, dass das gleich nicht wackelt wie bekloppt. Und hier nehmen wir auf jeden Fall die Autostreben auf das innere Teil. Okay? Damit das erstmal in sich halbwegs verstärkt ist. Dann kommt um das Ganze ein Fairing rum, weil wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist das hier jetzt nicht das aerodynamischste Bau- und Flugteil vor dem Herrn. Deshalb werden wir hier ein 2,5 Meter Fairing drum bekommen und ich hoffe, dass wir es wirklich drum bekommen. Das müsste ganz knapp reichen mit der Bauweise. Ja, ein bisschen weiter raus, ein bisschen mehr. Okay, ihr seht, das ist schon ein ziemlicher Oschi, wenn man das mit drei Kerbels macht. So, jetzt haben wir hier unsere Nutzlast Richtung Eve, das sind knappe 25 Tonnen in einem kleinen Weltraumbonbon verpackt. So, wie kriegen wir das jetzt in den Orbit? Das ist eine sehr gute Frage. Letzten Endes, Ziel ist wieder die 3500 Meter pro Sekunde. Und was ich euch sehr empfehlen kann, ist in der Oberstufe so zu planen, dass ihr diesen Schuss raus aus der Kerbin-Schwerkraft, dass ihr dafür noch ungefähr 1000 Meter pro Sekunde extra einplant mit einem leistungsfähigen Triebwerk, weil das sonst sehr zäh wird mit diesem Triebwerk. Es wird wirklich sehr, sehr zäh. Den letzten Kick ihm noch geben mit diesem Triebwerk ist in Ordnung. Mit diesem Triebwerk solo mit einer Leistung von 0,27 als Schubgewichtverhältnis den Kerbin-Orbit verlassen, ist eine lange, lange Story, die ihr da runterbringt. Also deshalb eventuell ein bisschen was einplanen für die Stage. Was machen wir dafür? Wir nehmen dafür den 32er tatsächlich und ich würde mal einen Pudel dahinter setzen, um zu gucken, wo wir dann stehen mit unserem Schubgewichtverhältnis. Das ist mit 0,57 schon mal ein ganzes Stück besser, als wir das mit der Stage haben, nämlich ungefähr doppelt so viel. So. Das Ganze hat 1530 Meter pro Sekunde, kann dann also, ja, also eigentlich nur noch 530 leisten, sagen wir mal vielleicht 600-700 im Aufstieg, wenn wir mit dem Ding noch irgendwo hinfliegen wollen. Wir sollten also gucken, dass unsere erste Stage viele unserer Probleme auf dem Weg in den Orbit schon löst. So zu formulieren. Dafür nehmen wir den großen Jumbo 64 und weil das jetzt eine große Rakete ist, ihr seht, jetzt wird es langsam ein bisschen größer, nehmen wir einfach zwei davon. Und als Triebwerk benutzen wir hier jetzt das Hauptsegel, da ist es. Das ist das stärkere von den beiden großen Triebwerken, es gibt noch den Skipper. Das Hauptsegel ist vor allen Dingen aber auch auf Nautisch 0 schon relativ effizient und hat eine gute Schubentwicklung. Da geht ein bisschen was. Und wenn wir jetzt mal gucken, auf Meereshöhe
hat das Teil schon mal 1,15 Schubgewichtverhältnis. Das ist noch nicht ganz, wo wir hinwollen, ist aber schon mal relativ nah dran. Und wenn wir jetzt sehen, 2200 haben wir schon, hier nochmal die 500 obendrauf, die wir ausgeben können, dann sind wir bei 2700 bis 2800 ungefähr. Und wir werden jetzt noch wieder ganz klassisch zwei Booster mit dazu nehmen, um das Ganze zum einen auf ein gutes Schub-Gewicht-Verhältnis zu bringen. Weil 1,15 ist halt noch ein bisschen knapp, da könnte noch ein bisschen mehr gehen. Und zum anderen einfach auch, um dafür zu sorgen, dass wir die fehlenden Delta-V, die wir noch brauchen, auch rausbekommen aus der Kiste. Was machen wir dafür? Wir machen wieder zwei Decoupler. Ich nehme diesmal die großischen, das ist, wenn man noch groß sagt und schon hydraulisch liest, dann sagt man großischen. Das ist ein neues Wort, das habe ich gerade erfunden, weil mein Gehirn nicht gut mitarbeitet um die Uhrzeit. Ein hydraulischer großer Trennverteiler, das sind die großen hydraulischen Trennverteiler, das war, was ich eigentlich sagen wollte. Die kommen hier wieder parallel zur Öffnung ran. Engine Plate mit nur einem Triebwerk ist meiner Meinung nach sinnlos. Nicht zwingend, weil es eben diese Verbindung nach unten auf ein anderes Format ändert. Also es kann Sinn machen, zum Beispiel, wenn das ein Übergang von hier nach hier ist und das Triebwerk ist zu klein, kann der Engine Plate dafür sorgen, dass das aerodynamisch trotzdem geschlossen ist hier zwischen. Also wir haben schon noch einen anderen Anwendungsfall, als mehrere Engines zu benutzen. So, was nehmen wir für Booster? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Vollblut sind ein bisschen drüber. Die Pollux fühlen sich wie eine gute Wahl an. Ich guck mal. Ja. Ah, die Dinger passen halt größentechnisch besser, ne? Ja, wir nehmen jetzt die Vollblut heißen eben. Okay, dann nehmen wir die. Also zwei davon. Wir bringen die hier unten wieder auf ungefähre Höhe, dass die so ungefähr die gleiche Höhe haben wie das Haupttriebwerk. Und wir setzen da vor allen Dingen auch noch eine Bugnase oben drauf, damit die halbwegs aerodynamisch sind. Und dann sollten wir auf jeden Fall noch unsere kleinen Flügelchen wieder mitnehmen, um das Ganze während dem Aufstieg ein Stück weit zu stabilisieren. Hier wird wieder fleißig Auto gestrebt und auch hier wird wieder Auto gestrebt nach vorne, damit wir die Rakete an sich stabil halten. Hier kann man auch nochmal sagen, Autostrebe auf die schwersten Teile, dann struttet sich das nochmal so gegen die Booster. Und jetzt kam eine Frage, Kurzerklärung der verschiedenen Trennertypen. Letzten Endes ist das hier so der erste kleine, den man hat. Den bekommt ihr auch relativ zeitig fürs seitlich Abtrennen. Der Radialentkoppler 70 hat halt vor allen Dingen so ein bisschen Spacing dazwischen, also ihr könnt Dinge schon mal weiter weg haben, und der große hydraulische Trenner hat halt einfach ein bisschen mehr Fläche. Und was man halt noch sieht hier, ist einfach die Ausdrückkraft, ist wie stark wird das Teil weggeschoben. Das macht der hier mit 250, der hier macht das mit 260 und der hier halt mit 450. Das wird bei großen Bauteilen halt einfach wichtiger. Ihr wollt ja in dem Moment des Abtrennens, dass die Dinger erstmal kurz weggehen. Sonst kommen die halt gleich wieder ran durch den Luft so. Und je größer die Dinger sind, umso mehr Kraft entwickeln die auch. Die könnt ihr übrigens hier aber auch nochmal einstellen, wenn ihr sagt, ich möchte das aber vielleicht gar nicht. Ich möchte nur 10% davon nutzen, dann stellt ihr das halt auf 10%. Das Gegenstück dazu sind natürlich die Entkoppler, die hier zwischengehen. Die normalen Entkoppler sind einfach eine Abtrennung, der bleibt hier dran und fällt damit weg. Und die Stapelseparator, die sind im Prinzip ein eigenes Bauteil. Das heißt, dieses Shroud, diese Ummantelung hier plus das, ist ein Bauteil, was das fällt nach hinten, das fliegt nach vorne und das hier fliegt in der Mitte weiter weg. Okay, also so unterscheiden die sich dann nachher auch optisch. Ich habe hier die Entkoppler dran, die dann an dem Bauteil auch kleben bleiben. Der löst also quasi nur in eine Richtung, während die Dinger in beide Richtungen lösen. Das erkennt man auch an diesen wundervollen kleinen Pfeilen, die hier drauf gemalt sind. Wenn ihr das, ich hoffe, man kann das erkennen, das ist sehr klein. Hier ist ein Pfeil nach oben und unten. Vielleicht kann man es hier besser sehen. Hier ist der Trend nur auf dieser Seite ab, während der hier auf beiden Seiten trennt. Kleine Pfeile, wichtige Pfeile. So. Dann
machen wir noch unsere Startrampe ran und dann kann es auch schon fast losgehen. Wo das fast herkommt, das erkläre ich euch gleich noch. Und ich mache mal, weil das eine große und schwere Rakete ist, mache ich mal sowohl die Rakete als auch die Booster. Und ich persönlich bin großer Freund, jetzt nicht irgendwie schon aus 500 Meter Höhe zu starten, sondern das auf die Startrampe zu setzen. So, jetzt machen wir noch einmal das Staging richtig und dann gucken wir uns an, wann der Abflugzeitpunkt ist, um nach Eve zu kommen. So, wir zünden am Anfang erstmal alles gemeinsam durch. Dann sind wir bei 1,7. Das ist okay. Wir können hier, wie gesagt, dann auch gleich nochmal ein bisschen rausnehmen. Ich persönlich bin immer so ein Freund von mit 1,5 starten. 1,47 ist für mich close enough. Please 80. So. Und das entwickelt sich ja dann relativ schnell. Die Booster können wir eh nicht aussteuern. Und ich kann dann aber mit dem Haupttriebwerk ein bisschen den Schub drosseln, dass wir nicht zu schnell werden. So, dann schmeißen wir die Booster weg. Dann zünden wir, sobald dann das in der Mitte auch noch ausgebrannt ist. Und jetzt können wir hier nochmal gucken. Wenn wir dann fliegen, während die Booster brennen, verlieren wir auch schon einiges an Treibstoff hier drin. Haben dann also ein Schubgewichtverhältnis von 1,9. Wenn wir die Booster abtrennen, sind also immer noch sehr schnell unterwegs. Das ist gut. Und wenn wir dann auf die nächste Stufe gehen, sind wir auch schon ein bisschen mehr im Vakuum. Und wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, sind wir bei 2538 plus die 685, dann sind wir bei 3100, eher 3200 plus die 500. Dann haben wir eine schöne Sicherheitsmargin, also eine schöne Sicherheitsreserve, noch wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie wir wollen. Und können damit ganz gesmooth in den Orbit fliegen und haben hier immer noch knappe 1000 Meter pro Sekunde. Wahrscheinlich haben wir nachher sogar ein bisschen mehr als 1000 Meter pro Sekunde, weil ja da gewisse Reserven drin sind, um den Kerbin Orbit zu verlassen. So weit, so gut. Das speichern wir jetzt mal. Jetzt haben wir aber den Punkt, dass man nicht einfach so sagen kann, ich fliege jetzt nach Eve los. In den Videobeschreibungen ist schon seit Anfang der Serie immer ein sogenannter Transfer Window Planner verlinkt. Und den werde ich jetzt auch mal aufmachen und mir das raussuchen und euch anhand der Radar-Tracking-Station erklären. Wir wollen nämlich von Kerbin nach Eve. Ich gebe jetzt hier mal ein, dass mein Parking-Orbit auf 100 Kilometer ist. Dann sage ich Do the Math. Also wie gesagt, folgt einfach dem Link. Ich glaube, Ausrufezeichen Eject ist es im Chat. Und für diejenigen, die das auf YouTube gucken, guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Da ist das Ding verlinkt. So, und wir gehen jetzt in die Ortungsstation rein. Und was er sagt, ist, wir müssen ein bisschen rauszoomen. Es gibt zwei Dinge, die wir zu beachten haben, wenn wir interplanetar fliegen. Das ist einmal der sogenannte Planetary Phase Angle, also wie stehen die Planeten zueinander. Und um nach Eve zu kommen, müssen wir ja unseren Orbit senken. Das heißt, in der Zeit, Eve fliegt, das ist wie wenn ihr ein Rendezvous macht, das Thema einmal durch. Eve dreht halt schneller natürlich um die Sonne, weil kleinerer Kreis. Und deshalb werden wir, und das sagt euch dieser Transferkalkulator, minus 54,13 Grad Eve hinter uns haben müssen. Also wenn ich jetzt mal gucke, zack, Geodreieck angelegt, mache ich natürlich nicht, aber das ist ein 90-Grad-Winkel, die Hälfte davon ist ein 45-Grad-Winkel, bisschen mehr, also ich mache das wirklich Pi mal Daumen, das kann man nachkorrigieren. Wenn ihr super effizient und toll machen wollt, empfehle ich euch eher sowas wie Kerbal Alarm Glock oder MechChirp zu benutzen oder den Transfer Window Planner, das ist auch ein Mod, die sagen euch das auf die Minute genau. Wir machen das jetzt mal mit Bordmitteln, okay? Also ungefähr 54,13 Grad hinter uns und dann ist es so, dass wir noch einen sogenannten Ejection Angle haben. Und der sieht folgendermaßen aus, dass wenn ich jetzt auf Kerbin ranzoome und hier ganz bewusst mal diesen Orbit um die Sonne noch von Kerbin sehe, dass unser Ejection Angle ungefähr hier so liegt. Also unser Ejection Angle ist bei 154 Grad. 180 Grad wäre hier, also in komplett retrograd, es ist nicht ganz retrograd. Und so können wir dann quasi direkt aus dem Kerbin-Orbit relativ gut brennen. Das ist auf dem Transfer-Window-Planner auch nochmal sehr schön visualisiert, da ist das für euch aufgemalt und das versucht ihr jetzt quasi herzustellen. Das heißt, was wir jetzt tun, ist mit dem Zeitraffer einfach mal die Zeit hochdrehen auf
Naja, so 10k Beschleunigung. Kannst du die Seite mal zeigen? So, und jetzt solltet ihr das schon sehen. So sieht das Ganze aus. Ich packe das jetzt mal neben das Sonnensystem, dass ihr das so ein bisschen nicht. Gib mir einen kurzen Moment, ich muss das einmal ausdrehen. Ich mache das dann gleich wieder weg. Also, jetzt müsste das ganz gut passen. Seht ihr, was ich eingeblendet habe? Ja, ne? Das müsste jetzt zu sehen sein. Gebt mir mal kurz Feedback über den Chat, ob das für euch klappt, aber eigentlich sollte das da sein. Also, hier seht ihr das nochmal ganz gut, diesen Winkel, den ich beschrieben habe. Also, den seht ihr hier auf der, also im Prinzip über mir auf der linken Seite, seht ihr den sogenannten Planetary Phase Angle. Ja, also Eve muss uns einholen. Und rechts davon, da, seht ihr den Ejection Angle, wie wir Kerbin dann verlassen müssen. Das könnt ihr quasi auf diesem Tool einstellen, indem ihr immer den Planeten auswählt, von dem ihr kommt, und dann den Planeten, zu dem ihr fliegt. Okay? So, jetzt machen wir mal den Zeitraffer, um das ungefähr in diesen Zustand zu bringen. Ich fokussiere dafür gerne auf die Sonne, dann wird einem nicht seekrank währenddessen, weil es dreht sich dann halt alles um die Sache herum. Und dann drehen wir jetzt einfach mal den Zeitraffer schön weit nach oben. Und ihr seht, Eve dreht natürlich jetzt um einiges schneller, als das Kerbin tut. Trotzdem braucht das jetzt alles seine Zeit, bis wir an dem Punkt sind, dass Eve tatsächlich hinter Kerbin steht. Solche Startfenster öffnen sich halt nur alle paar Jahre mal. Also das ist so, alle 1 bis 2 Jahre habt ihr halt ideale Startfenster, um zu Planeten zu fliegen. Das heißt, es kann hier durchaus dazu führen, dass ihr warten müsst, bis ihr wirklich starten könnt. Also bei Duna ist es übrigens genau andersrum, ne? Duna muss in einer gewissen Position vor Kerbin stehen, wenn ihr den Schuss raus nach Duna macht. Jetzt sind wir so ungefähr auf der gegenüberliegenden Seite, brauchen also noch ein bisschen, bis wir bei unseren angepeilten 54 Grad sind. Der wichtige Punkt ist hier, macht euch wirklich nicht verrückt. Ob ihr jetzt bei 57 Grad startet oder bei 48, ist nicht so super entscheidend bei KSP. Ihr solltet halt ungefähr in der richtigen Region liegen, damit die Delta-V-Angaben auf solchen Delta-V-Maps irgendwie hinhauen. Ich kann natürlich auch jederzeit zu einem anderen Zeitpunkt dahin fliegen. Ich muss dann halt einfach damit leben, dass das abartig viel Delta-V kostet. Es kostet wirklich so viel mehr Delta-V, diesen Flug zu machen. So, und jetzt gucken wir mal. Bisschen noch, bisschen noch, bisschen noch. Boah. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das ungefähr okay ist. So. Jetzt werden wir als allererstes mal in einen Park-Orbit fliegen und von da aus machen wir dann unsere Manöverplanung und gucken mal, wie wir die gut genug hinbekommen, okay? Also wir haben jetzt erstmal einfach die Zeit abgewartet. Nichts anderes haben wir getan, dass wir so ungefähr, oh ja, ich glaube ein bisschen mehr als 45 Grad sind es noch. Ob es noch 50 sind, werden wir mal sehen. Den richtigen Face Angle hergestellt haben. So, jetzt gehen wir hier mal raus. Ich mache jetzt mal den Eve-Transfer erstmal weg, damit wir unseren Start sauber machen können. Jetzt kommt erstmal ein ganz normaler Flug in den Park-Orbit, okay? Wir machen das mit keinem direkten Schuss, sondern wir gehen in den Park-Orbit und von dem Park-Orbit aus gehen wir dann in den Part, wo wir uns Richtung Eve rausschießen. Da blende ich dann auch nochmal das Bild ein, damit ihr versteht, warum ich das Manöver folgen anhand dieser Informationen aus dem Transferplaner, wie ich das Manöver dann plane. Da bringe ich das Bild dann nochmal rein. So, nochmal gucken. Staging sieht immer noch sauber aus. Jetzt gucken wir auch nochmal, dass die richtigen Personen drin sind. Ja, dann lassen wir jetzt einfach Jebediah, Bill und Bob drin. Valentina hatte ja gerade den glorreichen Nimbus-Flug, dann dürfen die drei von der Tankstelle jetzt mal in Richtung Eve fliegen. So, die haben hoffentlich auch ein paar Spielkarten mitgenommen. Das wird nämlich insgesamt eine Weile dauern. Wir starten den ganzen Spaß jetzt mal. Und wichtiger Punkt jetzt nochmal ist, unsere momentane Mission ist erstmal nur der Flyby. Ich spekuliere darauf, dass wir den Orbit auch kriegen. Das muss nicht zwingend sein. Das kann auch sein, dass es nicht hinhaut. Trotzdem hat der Orbit nochmal den Vorteil, dass wir uns dann natürlich das Rückflugfenster aussuchen können.
Weil es ist nicht so, dass ihr vorbeifliegt und einfach wieder nach Kerbin zurückkommt. So ist es nicht. Der einfachste Weg aus meiner Sicht, wenn man die Delta V aufbringen kann, ist erstmal den Orbit mit einzuschlagen. Ansonsten müsst ihr ein bisschen in Kursplanung reingehen. Das kann dann durchaus herausfordernd werden. So, jetzt schauen wir mal, ob der Hobel so fliegt, wie wir uns das gedacht haben. Vollschub ist drin und wir fliegen los Richtung 90 Grad. Wie gehabt, ganz normale, ganz normale. Und hast du eine Antenne? Nee, habe ich nicht mitgenommen. Ist mir aber jetzt im Moment auch nicht wichtig, weil ich speichere die Sachen alle in der Rakete. Tatsächlich. Los geht's. Ich finde die Antenne, wenn man weiß, wie man Experimente rausnimmt aus der Kapsel und dann ist die Antenne dann irgendwann eher so ein rollenspielerisches Element, zumindest bei der Kerbal-Mission, weil man die Wissenschaftspunkte auch einfach wieder zurücknehmen kann. Natürlich kann man jederzeit noch eine anbringen, wenn man das möchte. So, wir lassen den Gravity Turn jetzt mal laufen. Das sieht alles schon ganz gut aus. Wird so bei einem Schubgewichtverhältnis von 2 würde ich langsam beginnen, das Haupttriebwerk ein bisschen zu drosseln, damit wir nicht zu schnell werden. Aus. So. Jetzt haben wir unseren Gravity Turn zu guten Teilen durch. Ich peile jetzt, wie gesagt, so ungefähr 100 Kilometer Parkorbit an. Ein bisschen arg schnell für unsere Höhe. Ich würde ihn jetzt auch, wenn der Booster Burnout da ist, erstmal ganz kurz ein bisschen coasten lassen, damit wir ein bisschen aus dem Schlimmsten hier rauskommen. Okay, das sieht gut aus. Jetzt gehe ich auf Schub, bevor ich die Kappe. Und boostern. Und jetzt sind wir auf dem Weg und ich brenne das jetzt hoch bis auf 100 Kilometer. Ich gehe ein bisschen oben drüber. Und an sich fliegt sich die Rakete auf jeden Fall schon mal sehr stabil. Das ist doch schon mal recht schön geworden. Und jetzt können wir sind weit über den 50 Kilometern drüber. Jetzt können wir auch gleich mal das Fairing 1 runterziehen und das schon mal aufmachen. Wir stehen sehr, sehr gut da, was den Sprit angeht. Das hat deutlich besser geklappt, als ich gedacht hätte. Das Fairing jetzt schon mal auf und wir machen schon mal hier vorne alles soweit startklar, dass wir nachher funktionieren können. So, dann warten wir kurz, bis wir auf der Apoapsis ungefähr angekommen sind und drehen die Kiste dann wieder auf den Prograde rein und geben nochmal Schub für den Rest des Orbits. Das werden wir, denke ich, noch ganz gut mit dieser Stage schaffen. Slightly overcommitted, würde ich mal sagen. Aber bei Delta V gilt, haben ist besser als brauchen, auf jeden Fall auch. Und wir können uns da schon mal so eine Sorge ein bisschen wegstreichen, nämlich dass wir eventuell zu wenig Sprit haben, um nach Eve rüberzukommen. Das wird nicht passieren. Das wird auf gar keinen Fall passieren. So, hier kommt jetzt unser Orbit. Jawohl, das sieht gut aus. Und guck mal, es ist genau. Ich mache das jetzt mal noch fertig, dann ist der Sprit alle. Dann können wir jetzt nämlich schön decoupeln. Ich gebe so einen ganz kleinen Schub rein. Jetzt haben wir die komplette nächste Stage, um eigentlich uns aus dem Orbit rauszuschießen in Richtung Eve. So, dafür setzen wir, wie ihr das eigentlich kennt, von den Sachen, die wir Richtung Moon und Minmus schon gemacht haben, Eve als Ziel. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem lustigen Ejection Angle. Wenn wir den jetzt uns angucken,
sagt er uns, dass unser Eject, hier sehen wir also hier ist die Umlaufbahn, die ist jetzt gerade ausgeblendet worden, aber da ist sie, glaubt mir das einfach, ich scroll mal raus. Ja, hier lang läuft Kerbin um die Sonne. Und den nehmen wir jetzt als die Grundlage dafür, dass wenn hier die 180 wäre, dann... Was sind das? 154, 157? Gott, ist das fürchterlich klein. Ich mache mal kurz die Webseite auf für mich. 154 sind es. 154, ist nicht so, als ob ich das unterscheiden könnte. Dann ist das so optisch gesehen irgendwo hier kurz hinter unserer Apoapsis. Manöver hinzufügen. Und dann gucken wir einfach mal. Und dann sagt meine Delta V-Map 950 plus 90 und 430 für den Inklinationschange. Den Inklinationschange werden wir ein bisschen später wahrscheinlich machen müssen, aber wir bringen uns jetzt erstmal in die Position, dass wir überhaupt loslegen können. Das heißt, wenn ich das alles zusammenrechne, sind wir bei etwas über 1000 Meter pro Sekunde, die wir investieren müssen, damit hier was passiert. Ihr werdet ab einem gewissen Punkt, wenn wir so die 1000 erreicht haben, wird der plötzlich hier rausspringen und ihr werdet den projizierten Kurs sehen. Dafür müssen wir aber erstmal die Einflusssphäre von Kerbin verlassen. Zack, und da ist er plötzlich. Jetzt seht ihr das und jetzt können wir das hier ziehen. Und ihr seht, die Periapsis wird immer kleiner. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt kommt halt einfach der Punkt, dass wir irgendwo das Ganze uns ein bisschen angucken müssen. Ich gehe mal auf das hier, dass wir nicht zu weit reinziehen. So. Das sollte von der Höhe her schon mal passen. Das Schöne, was wir jetzt haben, ist, wir haben ja noch 15 Minuten Zeit bis zu diesem Manöver. Wir können jetzt die weiterführenden Manöver planen. Das heißt, wir lassen dieses Manöver jetzt Manöver sein. Jetzt kommt hier unser nächstes Manöver, wo wir anplanen, das auszugleichen. Und wenn es hier nach oben geht, müssen wir natürlich auch hinterher. Gleichen das also aus und voilà, sehen wir auch schon, das klappt nicht so ganz. Das heißt, wir können jetzt hier versuchen, gleichzeitig auch ein Stück weit zu korrigieren, um unser Rendezvous zu kriegen. Das ist nicht super ideal, aber wir kommen an und haben dann mit einer kleinen Nachkorrektur, das können wir gleich nochmal gucken, wie groß die ist, unser Encounter mit Eve. Das kann sein, dass die Sachen hier auftauchen, es kann sein, dass sie hier auftauchen. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie viel Grad ihr von dem idealen Face Angle abgewichen seid. Das sollte aber relativ okay sein. Also die Zahl hier ist schon mal sehr okay. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an. Hier haben wir nochmal 363 für die Korrektur. Die Delta V-Map, 393, Entschuldigung. Die Delta V-Map sagt 430 für die Korrektur. Wir sind also für die Inklinationskorrektur. Wir sind also mit diesem Korrekturmanöver, was wir so oder so hätten durchführen müssen, plus dem anderen Stuff, super gut in den Limits eigentlich drin, weil wenn ich die anderen Sachen zusammenrechne, sagt der erste Burn hier für den Flyby 1040, das verbrauchen wir nicht ganz, wir sind mit 1012 gut dabei und der hier sagt 430 auf meiner Delta V-Map und die verbrauche ich auch nicht. Achso, ich sollte euch vielleicht mal zeigen, was denn entstanden ist, ne? Das wird natürlich schön überlagert. Zack, da ist das Bild auch wieder zu sehen. Das heißt, ihr könnt letzten Endes über dieses Manöver hier so ein bisschen entscheiden, wie klärt ihr das, wie könnt ihr das ausgleichen, weil ihr macht hier eh einen Burn, der euch, ich mache das mal zurück auf die reine Inklinationsanpassung, der die Inklination anpasst und wenn ihr den dann entsprechend ein bisschen aussteuert, könnt ihr eben Einfluss darauf nehmen, wo ihr steht. Ne? Also hier haben wir irgendwo angefangen, ich kann das jetzt nochmal neu planen, dass man über, dass man das einfach nochmal sieht. Also der eigentliche Gag ist ja eigentlich, die Inklination auszugleichen. Und wenn wir dann so bei 0, irgendwas angekommen sind, sieht man halt, es passt nicht ganz. Und dieses, es passt nicht ganz, wenn ihr das einloggt, könnt ihr dann auch über die Entfernung sehen, in welche Richtung ihr euch bewegen müsst, damit das weniger wird. Hier sehe ich jetzt, das wird weniger. Also ziehe ich einfach so lange an dem Nupsi bis, also an dem retrograden Nupsi, bis ich mein N bekomme. Das war wahrscheinlich gerade verdeckt durch das Bild. So, mit der Periapsis kann ich jetzt auch noch mal gucken,
inwiefern ich die minimiere. Ich ziehe jetzt einfach mal so lange, wie das Sinn macht und sie kleiner wird. Den Rest machen wir dann nochmal mit einer Mid-Course-Correction. Das wird mir jetzt aber hier schon eigentlich zu viel vom... Ich ziehe mich hier hinten halt aus dem Orbit raus. Ich pumpe da einfach nur wieder unnötig Energie rein, die ich bremsen muss. Ich lasse es jetzt mal so und wir korrigieren das gleich noch im Anflug, okay? So, was passiert jetzt als nächstes? Ich muss jetzt zwei Manöver nacheinander brennen. Das heißt, hier kommt unser erstes Manöver. Das ist auch das, wo wir die 1012 Meter pro Sekunde investieren. Und dann kommt unser Korrekturmanöver. Wir haben jetzt den großen Vorteil, dass wir immer noch mit dieser Stage arbeiten können. Hilft uns natürlich. So, wir gehen mal mit dem Zeitraffer auf unseren Abflugpunkt. Und die drei Jungs freuen sich auch schon sehr. Und jetzt drehen wir uns in Richtung unseres Manövers. Der wird grob in Richtung Prograde liegen. Und wir haben jetzt 2 Minuten 28. Das ist jetzt natürlich ein wirklich langer Burn, den wir durchzuführen haben, der auch dazu führen wird, dass wir ein bisschen Effizienzverluste haben, weil wir halt nicht ganz sauber auf den Punkt genau dieses Manöver brennen und dadurch halt mit der Schwerkraft ein bisschen in Konflikt kommen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ein paar mehr Delta V benutzen als diese 1012, die da stehen. Ist aber okay, deshalb planen wir ja so eine Mission auch mit einer gewissen Toleranz, damit da eben nichts passiert. Aber ansonsten, wenn ihr jetzt mal davon ausgeht, dass ihr, was man ein bisschen ausblenden muss bei dem interplanetaren Fliegen, ist das eigentlich, dass nichts anderes ist, als zum Moon zu fliegen, nur dass ihr halt länger schon mal rein investieren müsst, damit ihr diesen Kurs hier prognostiziert bekommt. Ihr müsst halt schon mal aus der Einflusssphäre von Kerbin raus, das sind halt so die ersten 950 Meter pro Sekunde. Danach ist es pretty much the same thing, nur dass es halt nicht an jeder Position klappt. Und das kann man durch Ausprobieren machen oder eben durch solche Transfer-Window-Planungstools oder Transferfenster-Planungstools wie das verlinkte, Schrägstrich, wie das über verschiedene Mods halt angeboten wird. Also wenn ihr das mit Mods machen wollt, MechJab hat sowas, Kerbal Alarm Glock hat sowas und der Transfer Window Planner hat sowas. Das sind so die Tools, mit denen ihr euch das letzten Endes geben könnt. So, wir bringen jetzt sehr viel Energie in unseren Orbit rein, damit wir Kerbin verlassen können. Das heißt, letzten Endes, ich zurückgehe, wird jetzt hier sehr, 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 sehr lange beschleunigt, damit wir in dieser Flugbahn landen und dann in 4 Tagen und 2 Stunden Kerbin verlassen. Ihr seht, das geht relativ flink. Also ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie 300 Jahre dauern würde. Das wäre mit diesem Treibwerk doppelt so lang ungefähr, weil halb so viel Schub. Also nicht exakt halb so viel Schub, aber halb so viel Schub-Gewicht-Verhältnis. Das hat ja noch weniger Gewicht, weil der Tank nicht dran ist. Das kann man machen. Ich persönlich habe da ein sehr entspanntes Verhältnis zu. Also ich bin ein großer Freund von den Nuklear-Triebwerken und auch den Ionentriebwerken, wo das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben wird. Aber für das Verlassen der Umlaufbahn umkurbeln ist es nicht immer die beste Wahl, um es mal so zu formulieren. Einfach weil ihr sehr lange Brennzeiten habt und dann macht es vielleicht manchmal sogar Sinn, über mehrere Orbits hinweg das immer weiter hoch zu pushen, damit ihr eben auf diesem tiefsten Punkt bleibt und da beschleunigt, weil das einfach sehr viel effizienter ist. Wir sind hier aber good enough unterwegs. Wir kommen jetzt auch richtig gut vorwärts. Ihr seht, jetzt passiert auch richtig was. Wir sind gleich über die Moon-Umlaufbahn drüber. 35 Sekunden müssen wir noch auf dem Jaspedal bleiben. Und dann sind wir unterwegs. Schon mal grob in Richtung Eve. Wir würden Eve jetzt noch nicht treffen, aber wir sind grob in Richtung Eve. Werden wir natürlich gleich noch ein weiteres Manöver zu fliegen. So, ich versuche jetzt dieses Manöver so exakt wie möglich zu treffen, damit wir auf das nächste Manöver aufbauen können. Wenn ihr das versaut, was vorkommen kann, dann müsst ihr das nicht auf Krampf immer wieder versuchen, perfekt hinzubekommen. Also ich drehe mich jetzt so ein bisschen nach und guck mal, ob ich das so an die 0,0 ranbekomme. Der einzige Punkt ist, wenn das jetzt deutlich abweicht, euer prognostizierter Kurs, von dem, wo ihr das Manöver nachher geplant habt,
Dann plant halt das andere Manöver nochmal neu. Ja, ihr seht, das wird jetzt schon sehr schwierig, das hier noch zu treffen. Wir gucken jetzt mal, was das verändert. Weil ich ja jetzt in der Prognose wahrscheinlich was anderes passiert. Es sieht aber noch gut aus. Also ich habe hier immer noch meinen Encounter. Es ist sogar ein bisschen besser geworden. Also es ist jetzt irgendwie bei 20 Millionen statt 55 Millionen. Also ich habe Glück gehabt. Was man ansonsten halt machen kann, ist dieses Manöver hier nochmal zu löschen und nochmal neu zu planen, um es an die neuen Gegebenheiten anzupassen, wenn euer Kurs leicht davon abweicht. Okay? Das verändert halt einfach, was hier passiert. In unserem Falle ist es okay. Also ich kann damit leben und werde es jetzt auch so lassen. Ja, letzten Endes, was machen wir jetzt? Wir gucken jetzt nach Kerbin und drücken auf den Button hier, um uns zum nächsten Manöver zu bringen. Das sind jetzt 97 Tage, die bis dahin vergehen. Also es ist wirklich eine Menge Zeit, die runterläuft. Und das geht dann halt auch sehr schnell im Zeitraffer. Kerbin ist sehr, sehr schnell weg gewesen. Und wir bewegen uns jetzt im Flug um die Sonne. Und wenn ihr das erste Mal um die Sonne rumfliegt, habt ihr auch einiges an Experimenten, das machen wir gleich nach dem Manöver, die ihr jetzt das erste Mal machen könnt. Es gibt ja eigene Crewberichte, eigene Instrumentenberichte, die ihr hier nochmal durchlaufen lassen könnt, die auch wirklich Wissenschaftspunkte bringen. So, wir drehen uns jetzt erstmal auf das Manöver, danach machen wir den Wissenschaftskram, damit ich euch den einmal gezeigt habe. Glaubt mir aber einfach, dass es um die Sonne herum Experimente gibt, die man machen kann. Mit eigentlich allen Wissenschaftstools, Crewberichten und EVAs. Und das bringt dann auch noch mal ein paar schöne Punkte. Funktioniert natürlich nur beim ersten Mal, weil es immer wieder der gleiche Sonnenorbit ist. Letztlich. So, wir fliegen das jetzt und dann gucken wir mal, wo wir sind. Wir werden nämlich noch eine kleine Mid-Course-Correction sicherlich machen, um uns ein bisschen schöner an Eve vorbeizubringen. Wir haben den Treibstoff E. Und hier ist es noch am effizientesten, das schon mal so weit einzusteuern, dass wir da gut in den Vorbeiflug kommen und uns dann in... Ich hoffe, in einen Orbit einfangen, aber ich glaube, ich werde das so oder so tun, weil ich den Rückflug sauber planen möchte und nicht irgendwo eben sonst wo landen will. So. Irgendwo und nirgendwo wird Inklination und Geschwindigkeit angepasst. Und das Ganze sollte uns dann in ein... in einen ersten Vorbeiflug von Eve schon mal bringen, wenn auch noch mit relativ viel Abstand. Das Omen schreibt gerade, das erste Mal außerhalb Kerbins Einflussbereich ist ein geiles Gefühl. Ich muss sagen, dass die ersten Male, wo ich das gemacht habe, habe ich mich immer so ein bisschen lost gefühlt, weil ich jetzt das erste Mal wirklich sehr weit weg von Kerbin war und einem, ich finde, das Spiel hier auch schön vermittelt, was für Entfernungen man da eigentlich zurücklegt. Wir sind halt wirklich jetzt irgendwo zwischen zwei Planeten und hier ist nichts, hier ist wirklich überhaupt nichts. Man kann doch mit viel gutem Willen erahnen, wo irgendwie Kerbin und Eve sind. Also Eve ist irgendwo vor der Sonne hier irgendwo und Kerbin muss ja irgendwo dann logischerweise hier draußen unterwegs sein. Aber es ist halt, man ist totally lost. So, jetzt gucken wir mal, wie unser Manöver funktioniert hat. Unser Manöver hat insofern funktioniert, dass wir tatsächlich diese 20 Millionen Kilometer vorbeiflug, 20 Millionen Meter sind das, glaube ich, nicht Kilometer, also 20.000 Kilometer Vorbeiflug hinbekommen. Und jetzt würde ich nochmal eine kleine Korrektur vornehmen. Und die machen wir jetzt so, wie wir das auch vom Moon kennen. Also hier ist wirklich, hier greift jetzt Schema F. So wie wir das schon geübt haben, wir klicken jetzt auf Eve, Ansicht zentrieren. Hier sehen wir unseren Vorbeiflug. Und den korrigieren wir jetzt dementsprechend. Und jetzt seht ihr auch das erste Mal, dass hier Gilly noch unterwegs ist. Also auch Eve hat einen Mond. Die korrigieren wir jetzt so, wie wir das vom Moon her auch kennen. Das heißt, ich kann jetzt über die Nupsis hier testen. Ah, okay, so komme ich da näher ran. Wir wollen jetzt einen ersten Schritt mal in einen, würde mal sagen, so ungefähr 150 Kilometer Orbit wechseln. Ihr seht, der wird dann auch ganz schön nach unten gezogen. Wir würden den gerne äquatorial machen, also auch das könnt ihr wieder ausgleichen über die Nupsis hier. Und, jetzt muss man hier sehr vorsichtig sein. Hier macht jetzt das Mausrad halt Sinn oder hier drüben arbeiten, indem ihr sehr kleine Increments halt angeht.
und dann halt auf die Sachen draufklickt. Aber ihr seht, die Increments müssen noch viel, viel kleiner. So, und ich drehe jetzt hier meinen Mausrad einfach nur ganz vorne. Ah, 158 ist okay für mich. Kriegen wir das noch ein bisschen feiner? 152. Also ich finde es hier immer noch. Für mich ist das vom mit Gefühl mit dem Mausrad drehen ist für mich das Ding immer noch ein bisschen besser. Man kann hier natürlich auch ganz, ganz, ganz fein gehen, aber letzten Endes ist das nichts anderes als die langsame Drehung hier. Also ich finde es hier halt ein bisschen schöner, weil dieses über schneller und langsamer mit dem Mausrad drehen kann man hier diese Stufen sehr einfach ändern, indem man einfach. Leider ist es nach Gefühl, ist ein bisschen Übungssache. Jetzt, guck mal, jetzt haben wir einen schönen 152 Kilometer Vorbeiflug. Der erfüllt erstmal unsere Mission und kostet uns jetzt 7 Meter pro Sekunde, das nochmal einzusteuern. Das Ganze findet in 2 Tagen statt. Da würde ich sagen, zoomen wir jetzt nochmal hin, machen diese Korrektur und dann sind wir eigentlich im Drift Richtung Eve und können in aller Ruhe die Experimente um die Sonne machen. Und dann schauen wir mal, ob wir so viel Glück haben, dass wir direkt noch die Orbit-Mission angeboten bekommen. Ich würde sagen, das wäre ein grandioser Schlusspunkt für das heutige Tutorial, weil dann kann ich euch schön in den Cliffhanger mitnehmen, dass wir beim nächsten Mal darüber reden, wie ihr eigentlich zurückkommt. Genau. Und jetzt machen wir aber erstmal diese Korrektur, um überhaupt erstmal zu Eve so hinzukommen, wie wir da eigentlich hinwollen. Sehr kleine Zündung nur, deshalb gehe ich gar nicht auf Vollschub. Und zack. Ich denke, das sollte passen. Oh, es ist ein bisschen viel des Guten geworden. Jetzt mal gucken, ob das hier korrekte Lamente läuft. Nein, tut es nicht. Ich muss genau in die andere Richtung. Ich bin jetzt ein bisschen zu tief, so sollten wir das nicht lassen. Wir wollten heute noch nicht auf Eve landen, also ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, die Atmosphäre an Eve ist sie 80 Kilometer hoch. Ich würde nicht mein Leben darauf verwetten, ich meine, aber sie ist 80 Kilometer hoch. Also ihr solltet nicht unter 80 Kilometer gehen, auf gar keinen Fall. Man kann das hier aber auch sehen, indem man da draufklickt, da muss man nicht warten und... Die Atmosphäre ist 90 Kilometer sogar hoch. Hier steht das auch. 90 Kilometer solltet ihr auf keinen Fall unterschreiten. Deshalb gehen wir jetzt auch wieder auf unsere 150. Und wie ihr seht, habe ich das sehr schön overcommitted mit 336. Und das lasse ich jetzt auch einfach so. Weil wir gerade zu viel mit zu wenig erreichen. Das ist jetzt, bevor ich das 1000 Mal hin und her schalte, völlig in Ordnung. So, jetzt sind wir um die Sonne in der Umlaufbahn. Das heißt, hier gibt es einen schönen Crewbericht hoch über der Sonne. Es gibt... Wo ist unser lieber Wissenschaftler? Da ist er. Wir können das gleich mit ihm machen. Es gibt natürlich noch ein paar andere Experimente, die wir auch machen können. Nämlich, wir haben hier nochmal diesen Frachtraum. Das speichern wir natürlich nochmal. Wir haben den mysteriösen Schleim. Auch das wird nochmal gespeichert. Wir haben die Druckdaten und wir haben das Thermometer. Zack. Und dann gehen wir mit unserem Wissenschaftler auf einen kleinen Jetpack-Ausflug. Nehmen uns hier schon mal die Daten mit. Damit befreien wir auch den Crew-Bericht-Slot wieder, dass wir den haben können. Machen unseren EVA-Bericht. Du fühlst dich irgendwie so klein. Du hoffst, dass du weißt, wohin du gehst. Das ist genau dieses Gefühl, was ich meinte, was ich hatte, als ich das erste Mal den Kerbin-Orbit verlassen hatte. Das beschreibt dieses Gefühl sehr, sehr gut. Ich habe mich da auch sehr verloren gefühlt. So, wir gehen hier unten an die Sache einfach ran. Lasst euch der Zeit, knallt mir hier irgendwo in eure Solarpaneele rein und dann wird das einfach alles schön eingesammelt und wiederhergestellt. Vor allen Dingen, deshalb haben wir ja den Wissenschaftler mit dabei, damit wir dieses Experiment immer wieder benutzen können. So. Ich muss irgendwie meinen dicken Kopf da rein manövriert bekommen. Jetzt. Und diese Sachen können wir einfach nehmen. Zack. Als ob du mich mit Nichtbeachtung strafen könntest. Brudi. So. Ich glaube, die Habibi-Phase ist vorbei, ne?
Die haben wir hinter uns. So, jetzt steigen wir hier wieder ein. Die Daten werden wieder reingelegt. Und das Schöne, was jetzt ist, durch dieses Crewbericht einmal rausnehmen, wir haben das ja schon oft durchprozessiert und wieder reinlegen, haben wir jetzt halt wieder den Crewbericht frei. Und wenn ihr euch das mal so anguckt, 16 Wissenschaftspunkte für den Temperaturscan. Und wenn wir übertragen würden, würden wir die Hälfte kriegen. Die EVA-Berichte sind auch 16 Wissenschaftspunkte. Der Crewbericht sind 10 Wissenschaftspunkte. Mysteriöser Schleim 20 und die Materialuntersuchung auch nochmal 50. 24 durch den Atmosphärenscan. Man sammelt dadurch ganz gut Wissenschaftspunkte. So. Jetzt kommt für uns der spannende Part, dass wir eigentlich einmal erstmal hierhin time warpen können. Das sind 110 Tage, die jetzt vergehen. In dieser Zeit passiert für uns nicht so richtig viel, muss man den Fairness halber sagen. Wir kriegen haufenweise Nachrichten von diesem mysteriösen Schleim und wir haben natürlich das erste Mal einen Weltraumspaziergang in der Sonnenumlaufbahn gemacht. Dahin kommen wir jetzt angefahren und werden dann gleich den Einflussbereich von Eve erreichen, nämlich da vorne, in wenigen Tagen. Zack. Und jetzt ist unser Auftrag auch schon erfüllt. So. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis wir hier unten sind, nämlich 2 Tage und 3 Stunden. Und was wir jetzt mal machen können, wir können jetzt gucken, okay, erkunde Eve, das war knapp, noch ein bisschen knapper und wir hätten jede Menge Papierkram zu erledigen. Das ist halt dieses bitte nicht Lito breaken. Und wir haben erkunde Eve mit dem Flyby jetzt abgeschlossen, denn unser Flyby hat ja stattgefunden. Okay. Und jetzt gehen wir einmal zurück ins Space Center, um zu gucken, ob wir das große Glück haben, den Orbit-Auftrag direkt in Folge zu bekommen. Das wäre ganz gut, wenn nicht, erkläre ich euch trotzdem kurz, wie man den Orbit bremst, aber versucht immer Geld dafür zu kriegen. Benutze ich Mods in diesem Setup nicht, das ist ein reines Vanilla-Spiel, um einmal zu erklären, wie KSP funktioniert. In dem Stream, den ich sonntags immer mache, da benutze ich auch Mods hier jetzt nicht. So, wir gucken mal ins Missionszentrum. Und wir bekommen Erkunde Minimus. Wir bekommen jetzt also nicht in den Orbit von Eve einzufliegen, was sehr, sehr schade ist. Trotzdem werden wir das jetzt einmal machen, damit wir nicht irgendwo lost in space sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Leider können wir uns damit jetzt nicht dafür bezahlen lassen, was ich sehr schade finde. Aber so ist das Leben halt. Und wir schaffen es halt auch nicht sinnig in 2 Tagen. Also man könnte jetzt eine super Brachialmission in Richtung Minmus fliegen, um in unter 2 Tagen da zu sein und miteinander anzudocken. But nope. Won't do. Okay. Was wir planen können vom Manöver her, ist jetzt hier eigentlich unser Bremsmanöver um Eve. Wir sind reich genug und wir haben genug Wissenschaftspunkte, dass wir uns das gönnen können. Und das Ganze kostet uns jetzt natürlich ein paar Delta V. Ich würde vielleicht noch gar nicht so tief reingehen, überlege ich gerade, weil wir vielleicht noch nach Gilly wollen und einfacher wieder weg. Der Unterschied, wenn ihr so tief reingeht, ist natürlich, ihr kommt ja auch schwer wieder weg. Ein hochelliptischer Orbit kostet euch viel weniger Energie. Und ihr habt dann beides mit dabei. Ihr habt hoch über und niedrig über. Und das ist ein Orbit. Okay, also wenn ihr einen Orbit könnt und vielleicht sogar noch eine Mission dafür habt, nehmt erstmal so ein. Dann habt ihr viel weniger Energieaufwand, um rein und auch wieder wegzukommen. Jetzt haben wir hier nochmal die schöne Möglichkeit, die ganzen Wissenschaftsdaten einzusammeln. Wir sind ja jetzt hoch über Eve. Mysteriösen Schein beobachten. Speichern. Wir wollen uns den Frachtraum ansehen und das auch speichern. Und wir wollen die Druckdaten protokollieren und die Temperatur protokollieren. So, dann machen wir noch einen Crewbericht. Und dann wird unser lieber Wissenschaftler wieder seiner Arbeit nachkommen und diese ganzen Sachen hier wieder mitnehmen. Er macht noch einen EVA-Bericht. Jawohl. Und dann geht er noch den ganzen Kram da unten einsammeln und bringt das wieder wohlbehalten zurück in die Kapsel, bevor wir unser Bremsmanöver an Eve machen. Daten sammeln, wieder herstellen. Daten sammeln, wieder herstellen. Ja, hier bin ich bestimmt nicht nah genug dran. Daten nehmen. Daten nehmen. Langsames Bailout.
Und dann wieder hoch zur Klappe. So. Et voilà. Einmal festhalten, einmal einsteigen. Und dann heißt das für uns jetzt, ich würde sagen, auf jeden Fall Ausblick in Richtung Eve, wenn ich ihn finde. Ich drehe mal mit der Nase probiert, damit ich irgendwie einen Halbwegsindikator. Da vorne. Da. Okay, so halb in diesem Nebelband versteckt. Ich wollte nur einmal, dass wir auch hingucken. So, wir wollen dann gleich Retrograd gehen und die Bremsung machen. Und hier wird es jetzt auch dazu kommen, dass wir unser Staging durchführen und auf das Atomtriebwerk wechseln. Und da spulen wir jetzt mal hin, würde ich sagen. Ich wollte nur, dass wir sehen, wie wir auf Eve zufliegen. Man muss ja auch ein bisschen, manchmal ein bisschen stehen bleiben und die Blumen riechen, würde ich es jetzt mal nennen. Also die optischen Dinge genießen, die man sich so verdient hat. Und in unserem Fall ist das der erste Anflug. Habe ich den Oxidator hier nicht komplett rausgenommen? Wie ineffizient ich bin. Ach nee, den brauchen wir auch noch. Alles gut. Ignoriert mich einfach. Ignoriert den verwirrten Mann an der Rakete. So, wir richten uns hier sauber aus. Und dann werden wir jetzt gleich relativ schnell das hier leer brennen und dieser kleinere Teil Schub wird uns dann mehr Zeit kosten tatsächlich. Und dann werden wir gleich in den Orbit einbremsen und das erste Mal eins unserer Nerva-Triebwerke benutzen. So, und los geht's. Ihr seht, das geht relativ flink, aber reicht halt nicht mehr ganz für unser geplantes Manöver. Wenn wir Glück haben, ist das sogar noch bevor es ein Orbit wird, aber ich glaube, es bleibt in einem sehr elliptischen Orbit wahrscheinlich sogar hängen, oder? Ne, sehr schön. Das heißt, unsere Stage verschwindet sogar interplanetar wieder und wir gehen rüber auf das Triebwerk. Das war durch das Umbauen meines Stagings. Und los geht's. Wir sind auf der Nerva Engine. Und die entwickelt jetzt halt ein bisschen Hitze. Und die wird dann wiederum durch die Dinge hier weggekühlt. Das heißt, ihr seht jetzt, während das Ding läuft, könnt ihr beobachten, wie nach und nach, das geht nicht so super schnell, aber nach und nach die Kühlung hochfährt. Ihr seht jetzt in dem F11-Modus auch, dass das Triebwerk beginnt, seine Farbe zu ändern, also jetzt langsam Hitze aufbaut. An Eve ist es wirklich wichtig, dass ihr Kühlung mitnimmt. An Duna würde ich sogar mit einem Nerva sagen, ist es schon wieder relativ entspannt. Da muss nicht so viel weggekühlt werden. So, ist jetzt auch ein relativ kurzer Burn, dadurch ist das für uns recht erträglich, auch von der Hitzeentwicklung. Spannend wird es dann später mit den etwas längeren Burns, wenn wir wieder nach Hause fliegen wollen. So, und jetzt können wir gleich mal gucken. Ich mache das Overlay mit F11 mal wieder aus. Unser Orbit ist soweit geglückt. Wir machen jetzt mal hier einen Crewbericht und das gilt als Nähe von Eve. Das heißt, wir können jetzt einmal das gesamte Programm durcharbeiten und uns in der Nähe von Eve diese Sachen schon mal holen. Mysteriösen Schleim und wir wollen den Frachtraum beobachten und wir wollen unsere Pressmarkbarometer und unser Thermometer ebenfalls einspeichern und dann heißt es für Bob wieder raus an die frische Vakuumsluft, also ohne Luft meine ich damit. Und nochmal einen Eva-Bericht machen. Die sind wieder biomsensitiv, das heißt, es besteht durchaus die Möglichkeit, hier mehr als ein einzusammeln, weil wir jetzt über dem Binnenland sind. Aber wir sammeln jetzt erstmal die Experimente ein. Und im Prinzip, um den Spoiler, oder den Spoiler ist auch nicht richtig, den Cliffhanger jetzt nicht ganz so schlimm zu machen. Im Prinzip habt ihr heute alles gelernt, was ihr wissen müsst, um eigentlich von alleine von Eve wieder zurückzukommen. Ihr müsst nur in dem Transferfensterplaner
das genau umdrehen, dass ihr von Eve kommt und nach Kirin fliegt. Und dann werdet ihr wieder einen Face Angle und einen Ejection Angle bekommen. Also wie müssen die Planeten zueinander stehen und an welcher Stelle muss ich den Eve Orbit verlassen. Sprit ist genug da. Eigentlich möchte ich in den Kommentaren, vor allen Dingen bei YouTube, bis die nächste Folge kommt, ganz viel lesen, dass ihr das schon längst selber und ohne mich geschafft habt, weil eigentlich wisst ihr, wie es funktioniert, um von hier aus wieder nach Hause zu kommen. Und ich bin super gespannt, wer von euch das für sich selber schon schafft. Würde mich sehr freuen, wenn das schon mal geholfen hat. Was machen wir in der nächsten Tutorial-Folge? Ich denke, in der nächsten Tutorial-Folge werden wir einmal dieses Docking an Minmus durchexerzieren und dann gucken, dass wir den Weg nach Hause natürlich gemeinsam finden. Und dann wird es, denke ich, noch eine weitere Folge geben, wo wir mal das Thema Raumstation uns zusammen angucken. Wie funktioniert das? Ich hoffe, dass ich dafür einen Auftrag kriege. Und dann soll es das eigentlich für diese Tutorial-Serie gewesen sein, denn wie ich vorhin schon erklärt habe, geht es mir darum, euch die Prinzipien beizubringen und die kennt ihr jetzt alle. Mit dem, was wir jetzt gemacht haben, könnt ihr auf alles andere aufbauen und jeden Planeten bei KSP eigentlich erreichen und lebend wieder zurückkommen, wenn ihr euren Treibstoff richtig geplant habt. Mit den Transferfensterplanern plus den Delta-V-Maps und dem, was ich euch gezeigt habe, habt ihr jetzt eigentlich alle Werkzeuge in der Hand, das gesamte Solarsystem zu erkunden und im Detail, wie man dann nach Hause kommt, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Und ich sage bis hierhin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.